Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Abend. Wir begehen 60 Jahre Sprache im technischen Zeitalter. Wir hätten das gern im Sommer gemacht, wir hätten es gern im Spätsommer gemacht, aber diese vermaledeite Krankheit hat es immer weiter hinausgeschoben. Und jetzt können wir es immer noch nicht so feiern, wie wir es eigentlich feiern wollten, sondern sitzen immer noch mit Masken geschützt, in Abstand voneinander, können nicht so viele Leute hier reinlassen, wie wir hier gerne reinlassen würden. Umso schöner ist, dass Sie alle da sind und dass wir eben heute mit drei Podien die Zeitschrift huldigen. Sie ist 1961 gegründet. Sie erscheint viermal im Jahr. Ich habe es mal durchgerechnet. Bei 120 Seiten im Durchschnitt sind das etwa 30.000 Seiten. Bei zehn Seiten im Schnitt sind es 3.000 Beiträge und vielleicht 1.000 Beiträge. Also etliche sitzen auch hier unter uns. Es ist ein Grund, hier zu feiern und dem Ganzen einen auch fröhlichen Rahmen zu geben, hoffentlich. Wir haben draußen Schalen und es gibt Wein und Bier zu trinken, das vom LCB gesponsert wird und vom Böhlau Verlag. Vom Böhlau Verlag ist Kirsti Döppner da. Dafür erstmal vielen Dank. Die Zeitschrift hat über die 60 Jahre einen langen Weg genommen. Sie ist gegründet worden in der TU als Zeitschrift des Instituts für Sprache im technischen Zeitalter. Also für wenn Sie sich wundern, warum die Zeitschrift so heißt, das kommt daher. Sie hat, ich glaube, siebenmal das Kleid gewechselt. Sie können sich das dann draußen mal anschauen, wie sie immer versucht hat, jung zu bleiben und aktuell. Das gelingt mal mehr, mal weniger, aber wir bleiben dran. Die Zeitschrift ist, wie ich gesagt habe, an der TU gegründet worden, ging dann zusammen mit dem Berliner Künstlerprogramm des DAAD eine Verbindung ein. Und von da ab war es dann auch, dass in die literaturwissenschaftliche Zeitung die Primärliteratur hineingemischt wurde. Und spätestens als das LCB zum Redaktionssitz geworden ist, wurde es zunehmend zu einer Literaturzeitschrift und so ist es nun bis heute. Die Zeitschrift zeichnet sich aus, dass nach wie vor Literaturwissenschaft vorkommt. Es kommt aber vor allem Primärliteratur vor, nationale und internationale. Wir haben einen gewissen Schwerpunkt auf Lyrik und wir machen immer wieder Themenhefte. Ich freue mich sehr, dass der Redakteur Dieter Stolz hier ist. Er war in den Nullerjahren, glaube ich, mit dabei. Norbert Miller war 1961 Redakteur und ist bis heute Herausgeber neben Joachim Sartorius und mir. Wir versuchen heute mit den drei Podien so ein bisschen die Weite der Zeitschrift auszuloten. Wir wollen offen sein für ganz verschiedene Schreibarten. Wir sind nicht auf eine Literatur oder auf eine bestimmte Subart von Literatur festgelegt, sondern wir wollen eigentlich offen sein und wir möchten gerne präsentieren, was geschrieben wird, sodass man vielleicht in einer Nachschau einmal sehen wird, wie sich Literatur über die Zeit auch entwickelt hat. Die interessanteste oder die schwierigste Phase der Zeitschrift war 1997/98. Da stand in der FAZ schon der Abgesang, die Zeitschrift sei geschlossen und sei tot. Und damals passierte Folgendes: Ein gewisser Raimund Neuss aus Köln hat an die damaligen drei Herausgeber geschrieben, Walter Höllerger, Norbert Miller und Joachim Sartorius, er würde die Zeitschrift gerne übernehmen, ob sie sich das vorstellen könnten. Und alle drei Briefe an die drei Herren gelangten zu mir und sagten: Schau mal, Geiger, guck da mal, was da zu machen ist. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich fahre mal nach Köln und treffe diesen Raimund Neuss und versuch mal rauszukriegen, ob er weiß, auf was er sich da einlässt. Wie Sie ahnen, macht man mit Literaturzeitschriften wenig Geld.
Ich fuhr also dahin, habe den Raimund Neuss getroffen. Das ist ein promovierter Germanist, der als damals als Redakteur für Innenpolitik für die Kölner Zeitung arbeitete. Und er hörte sich das alles an und sagte, ja, aber die Zeitschrift habe doch so eine Geschichte und so ein Renommee, die müsse man doch retten. Und das hat er dann unter sehr großen persönlichen Aufwand gemacht, einen ganzen Satz gemacht und auch finanziellen Aufwand. Und deswegen, ich habe ihn eingeladen für heute Abend, er kann leider nicht, weil er ist wirklich ein Held für das Blatt, sonst gäbe es uns nicht mehr. Jedenfalls, ich schicke hier mit einem Gruß ins ferne Köln. Heute Abend wird das jetzt so vonstatten gehen, dass wir das Thema Zeit in den Mittelpunkt gestellt haben des ganzen Jubiläums. Wir haben zwei Hefte gemacht unter dem Titel Zeitmitschriften 1 und Zeitmitschriften 2 und haben alte Beiträge gebeten, jeweils zu verschiedenen Jahrzehnten Beiträge neu zu schreiben oder aus dieser Zeit welche auszugraben, die noch möglicherweise in Notizbüchern oder in Tagebüchern waren. Oder Günter Geltinger hat uns Gedichte geschickt, die er nie veröffentlicht hat und das Dichten auch aufgegeben hat. Und diese beiden Hefte sind jetzt da und heute Abend soll es auch um Zeit gehen. Schließlich heißt die Zeitschrift Sprache im technischen Zeitalter und die Podien umkreisen das Thema Zeitgeist oder Mainstream oder. Wir sind gespannt. Es beginnt mit einem Lyriktisch mit Uwe Kolbe, Nadja Küchenmeister und Volker Silav. Volker Silav und Uwe Kolbe kommen aus Dresden. Nadja Küchenmeister hat den weiten Weg vom Prenzlauer Berg bis hierher gemacht. Die letzten beiden Bücher von Nadja Küchenmeister waren die Gedichtbände Unter dem Wacholder 2014 und Im Glasberg, das ist im letzten Jahr bei Schöffling erschienen. Uwe Kolbe habe ich zwei Publikationen aus der letzten Zeit, die Psalmen, Gedichte 2017 bei S. Fischer und in der Reihe Im Poetenladen Neue Lyrik, die sichtbaren Dinge 2019. Volker Silav, Überall Welt, ist in der Edition Azur in Dresden erschienen und im letzten Jahr der sehr schöne Gedichtband Barfuß vor Penelope, auch in der Edition Azur. Das erste Podium wird moderiert von meinem Kollegen und Redakteur der Zeitschrift, Vincent Sauer. Die anderen beiden Podien mit Gerd Loschütz, Katrin Röckler, Ulla Lenze und N. Kotten, Ursula Krechel und Therese Preauer moderieren sich selber. Ich freue mich auf die Diskussion, ich freue mich auf das Reden mit Ihnen, ich freue mich auf das Bier draußen an den Feuerschalen und ich darf jetzt das erste Podium auf die Bühne bitten. Von meiner Seite guten Abend und schön, dass Sie alle gekommen sind. Thomas Geiger hat ja schon gesagt, ungefähr was auf Sie zukommt. Das erste Panel oder das erste Podium wird gestaltet von Uwe Kolbe, Volker Silav, Nadja Küchenmeister, die alle drei vornehmlich Lyrik schreiben und auch alle drei in der DDR auf die Welt gekommen sind. Wir haben uns im Vorgespräch entschieden, dass wir zunächst mit einem Leseblock anfangen. Also alle drei werden dann kurzen essayartigen Text, den Sie für heute Abend vorbereitet haben, lesen und im Anschluss daran werden wir ungefähr eine halbe Stunde miteinander ins Gespräch kommen. Und anfängt Uwe Kolbe. Ja, schönen guten Abend. Der folgende Text und vielleicht aber wird unsere Dynamik noch anders, aber der erfüllt den Tatbestand der paradoxen Intervention, glaube ich. Vorneweg ein Zitat aus dem Römerbrief 8. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind,
Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben. Über Erziehung. In einem Essay des argentinischen Schriftstellers Julio Cortázar aus den 1970er Jahren findet sich folgende Szene, die ich hier aus dem Gedächtnis wiedergebe. Der Autor besucht in einem osteuropäischen Land, in einer der sogenannten Volksdemokratien des sowjetischen Imperiums, eine Gedenkstätte für die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Dort beobachtet er einen Vater und seinen kleinen Sohn. Der Sohn hat eine Maschinenpistole aus Holz umgehängt. Die beiden stellen sich vor die ewige Flamme und verharren dort eine Zeit schweigend. Julio Cortázar kommentiert, was er sieht, so. Der Vater wusste nicht, dass er aus seinem Sohn einen potenziellen Faschisten macht. Am 14. September 2021 begegnete mir vormittags eine Gruppe von Schulkindern auf einem breiten Wanderweg im Thüringer Wald unweit der Wartburg. 40 bis 50 etwa 12 Jahre alte Mädchen und Jungen plauderten sich munter den Weg herab. Ein paar Jungs rissen die Arme hoch, winkten und grüßten mich lauthals so mit Grüezi und so. Ich muss wohl so ausgesehen haben irgendwie. Stumm und mit ausdruckslosen Gesichtern trieben eine Lehrerin und ein Lehrer in der Menge mit. Aus mehreren elektronischen Wiedergabegeräten tönten verschiedene Popsongs über das Plaudern der Schülerinnen und Schüler weg, begleiteten das Gehen der Gruppe durch den Wald. Der Vormittag war schön, es wollte noch einmal warm werden. Das Herbstlicht lag schräg in den Bäumen. Wenige Minuten zuvor hatte ich unweit von hier eine Eule aufgeschreckt. Meisen und Buchfinken huschten links und rechts des Weges durch das Unterholz. Ich wusste, wo an einem tiefer gelegenen Hang in der Nähe Rehe ästen. Von hoch oben tönte das Krah eines Kolkraben herab in die Szenerie. Die Lehrerin und der Lehrer wussten nicht, dass sie ihre Schüler zu potenziellen Ignoranten machten. Manche von ihnen werden die Welt retten wollen und dafür zum Beispiel freitags für die Zukunft demonstrieren. Doch ich befürchte, die Welt, die Sie kennen, wird vor allem ein Begriff sein und eine Abfolge technisch reproduzierter Bilder. Ich möchte überleiten zu dem folgenden Beitrag von Volker Silav mit einem kleinen Gedicht, das heißt Sternstunde. Gab einmal eine. Die Nacht, 4. auf 5. Dezember 1957, Miles Davis gastiert in Paris und ist überredet worden, für Louis Malle eine Filmmusik zu improvisieren. Boris Vian vermittelt, sitzt mit im Studio und Jeanne Moreau spielt. Bitte, Volker. Mein Text hat einen, also schönen guten Abend erstmal, schön, dass Sie alle da sind. Mein Text hat einen Titel, den ich einigermaßen rätselhaft finde, Zeitgeist. Was ich, als ich den Film sehe, noch nicht weiß, es ist ein Kurzfilm von Godard, 1955 in Genf gedreht. Man glaubt, es sei Paris. En femme coquette, 9 Minuten 18 Sekunden, schwarz-weiß. Die Musik zum Film aus dem dritten der Brandenburgischen Konzerte von Bach. Eine junge Frau schreibt einen Brief. Sie verlässt ihr Haus und streift allein durch die Straßen einer Stadt. Nur wenige Einstellungen später eine andere Frau an einem Fenster. Sie gibt einem Mann, der unten auf der Straße steht und zu ihr hochschaut, ein eindeutiges Zeichen. Sie winkt ihn zu sich herauf. Dann wieder die erste Frau. Sie ist stehen geblieben, hat die Szene beobachtet. Ab jetzt folgt die Kamera nur ihr, über Straßen, Brücken, bis in einen kleinen Park. Sie geht entschlossen, nicht mehr so ziellos wie vorhin. In dem Park läuft sie vor einem zeitunglesenden Fremden auf und ab, lässt einen Handschuh fallen, hebt ihn wieder auf, setzt sich neben den Mann auf die Bank, Blicke hin und her. Als der Mann die Zeitung hat er längst beiseite gelegt, näher an sie heranrückt, flieht sie in Panik. Und er ihr nach. Sie rennt und schafft es gerade bis zu einer Tür. Er ist auch da. Verlangt nach dem Schlüssel. Gesten, Blicke,
Die Handlung 9 Minuten 18 Sekunden. In vielen Filmografien Godards taucht Enfant Coquette nicht einmal auf. Der Ton ist französisch, aber viel wird nicht gesprochen. Der Stoff ist einer Erzählung Maupassants entlehnt, in der es um eine verheiratete Frau geht, welche elektrisiert wird von dem Zeichen jener anderen Frau am Fenster. Copy and paste, wenn man so will. Etwas wird kopiert und ins eigene Leben eingefügt. Es hieß, Gedichte dürfen wir heute nicht vorlesen. Deswegen habe ich mein Buch mitgebracht, um es hochzuhalten. Aber ich habe ein Zitat noch zum Schluss als Überleitung zu Nadja von Goethe. Wenn eine Seite nun besonders, also es ist Goethe über Zeitgeist, ne? Wenn eine Seite nun besonders hervortritt, sich der Menge bemächtigt und in dem Grade triumphiert, dass die Entgegengesetzte sich in die Enge zurückziehen und für den Augenblick im Stillen verbergen muss, so nennt man jenes Übergewicht den Zeitgeist, der denn auch eine Zeit lang sein Wesen treibt, Goethe. Ja, schönen guten Abend. Das Wort des Tages in der New York Times vom 13. April 2021 lautet Zeitgeist. In 76 Artikeln wurde es im vergangenen Jahr auf newyorktimes.com verwendet. Daily Word Challenge. Can you correctly use the word Zeitgeist in a sentence? It is most important that your sentence makes sense and demonstrates that you understand the word's definition, but we also encourage you to be creative and have fun. Wenige Tage zuvor, am 7. April 2021, lesen wir in der FAZ, Fridolin Freudenfett wurde geschlachtet. Der Autor des Artikels, Achim Hölter, schreibt, der Egmont Verlag habe stillschweigend die Disney-Comic-Übersetzungen von Erika Fuchs geändert. Äußerungen oder Namen, die als negativ verstanden werden könnten, sollten vermieden werden. Jörg Risken teilt namens des Verlags weiterhin mit, zusätzlich redigieren wir die alten Texte immer sorgfältiger, da sich Aufmerksamkeit, Bewusstsein und Zeitgeist immer weiterentwickeln, sodass heute zum Beispiel bei Western-Geschichten eine große Anzahl an Änderungen aufgrund der verwendeten Begrifflichkeiten vorgenommen werden muss. Unter der Überschrift Hermes Baby, hau in die Tasten, berichtet Annalena Niemann am 9. August 2021 in der FAZ, Lego habe einen Bausatz für eine mechanische Schreibmaschine herausgebracht. Annalena Niemann schreibt, wäre da nicht dieses Zeitgeist-Ding? Überall triumphiert das Alte. Und das Alte, so wird suggeriert, sei doch eigentlich das Echte. Echte Musikliebhaber hören wieder Vinylplatte, echte Kaffeeliebhaber brühen von Hand auf und echte Autoren schleusen Gedanken erstmal durch ihre Hände, ob nun mit dem Stift oder gegen den widerständigen Anschlag einer mechanischen Taste. Ein Wort, das Matthias Kniep, dem neuen Herausgeber des Jahrbuchs der Lyrik und mir häufig in den Einsendungen für die Anthologie, die im kommenden Jahr erscheinen wird, begegnet, Flügelschlag. Großer Beliebtheit erfreut sich auch das Wort Wimpernschlag. Ab und an schlagen Flügel und Wimpern in einem Gedicht. Es gibt aber auch viele Gedichte, die sich mit der Raumfahrt beschäftigen, sagt Matthias Kniep. Die Wörter Corona und Pandemie finden seltener Erwähnung als die Worte Virus und Maske. Maske wird nicht länger im übertragenen Sinne gebraucht. Niemandem wird in den eingereichten Gedichten häufiger gedacht als der Dichterin Friederike Mayröcker. Friederike Mayröcker schrieb ihre Bücher auf einer Hermes-Baby. In der Taz vom 5. Oktober 2021 schreibt Emily Glaser, als Kristen Rupenian 2017 ihre Kurzgeschichte Cat Person im New Yorker veröffentlicht, trifft sie den Zeitgeist. 2017, das ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre her. Nachdem am 7. Oktober 2021 bekannt gegeben wurde, der Literaturnobelpreis gehe an Abdulrazak Gurnah, schreibt die SZ,
Nach Jahren, in denen sich das Komitee dem Zeitgeist dezidiert widersetzt hat, indem es etwa den politisch nicht zu bändigenden Peter Handke und die in sich gekehrte Poesie Louise Glicks auszeichnete, trifft diese Entscheidung den Zeitgeist. Am 8. Oktober 2021, einem Freitag, schreibt Max Scharnig im SZ-Magazin: Es gibt auch beim Sprechen über Essen und Lebensmittel so eine Art Zeitmessung. Manche Begriffe gelten jedenfalls nicht mehr als aktuell, obwohl sie durchaus richtig wären. Pfefferoni zum Beispiel. Gegenteilig verhält es sich bei der Maracuja. Wer etwas auf sich hält, meidet diesen abgeblätterten, exotischen Begriff und sagt lieber wieder altdeutsch und andächtig die Passionsfrucht. Da verhält sich der Zeitgeist also genau wie bei Joggen und Laufen. Das Unmodische klingt auf einmal wieder moderner. Im Jahr 2021 bin ich 40 geworden. Kein besseres Alter, um Spagat zu lernen. Mein linker Fuß streckt sich hin zu jener 20-jährigen Frau, die ich einst war. Mein rechter Fuß schiebt sich in eine unbekannte Zukunft, die dort 20 Jahre später auf mich wartet. Oder auch nicht. Von jenen Menschen, die mein Leben begleiten, leben im Jahr 2021 noch die meisten. Alles verschiebt sich. In seinem Langgedicht Graugänse über Toronto schreibt der Dichter Jürgen Becker: Unsägliches hat noch immer ein Drehbuch gefunden. Und nur weil Zeit vergangen, hat sich das Aktuelle erledigt, vorläufig. Bis jemand merkt, dass ein paar Akten verschwunden sind, aber so weit sind wir noch nicht. Ja, vielen Dank. Also meine Aufgabe besteht auch darin, die Moderation so minimal wie möglich zu halten, was auch an den ohne mein Zutun stattfindenden Übergängen gezeigt wurde. Wir haben uns dazu entschieden, dass alle drei vielleicht noch kurz einige ein bisschen was sagen zu der Entstehung dieser Texte, also quasi zur Schreibszene, aus der sie jetzt gekommen sind. Wir sind alle sehr, sehr brandfrisch und ganz neu, um so vielleicht ein Stück weit zu kontextualisieren, wie man auf das kam, was man da jetzt gerade gesagt hat. Und vielleicht fängt wieder Uwe Kolbe an. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber also ich war gerade 4 Wochen auf der Wartburg. Das hat man ja ein bisschen gehört aus dem Text. Also er ist unterhalb der Wartburg, sozusagen habe ich den mir eingefangen. Die 4 Wochen auf der Wartburg hatten natürlich mit Luther zu tun, weil der vor 500 Jahren dort in rasanten 11 Wochen das Neue Testament übersetzt hat. Also und nicht nachzumachende Leistung, schon gar nicht, wenn man in 4 Wochen Text produzieren darf dort. Aber ich will eigentlich gar nicht darüber reden, also will das auch nicht weiter kontextualisieren in diese Richtung, also in die Richtung der Schreibumstände, weil ich finde viel interessanter eigentlich, dass ich bin relativ spät darauf gestoßen, dass wir hier heute Abend mit dem Zeitgeist zu tun haben werden. Und Zeitgeist ist ja bekanntlich eigentlich nur ein anderes Wort für Mode. Und ich stelle das jetzt mal in so einen Raum, ja. Und es ist ja so, wenn man jetzt den berühmten Paul Klee-Engel nehmen würde, den Walter Benjamin etwas belastet hat, indem er ihn zum Engel der Geschichte umgedeutet hat und diese berühmten Sätze geschrieben hat, dass der also sich von diesem Schrecken dort weg entfernt, sozusagen rückwärts, vor all dem, was Geschichte ist, dann würde ich sagen, der Zeitgeist ist der lachhafte, sozusagen eine lachhafte Figur im Verhältnis zu diesem Engel der Geschichte. Er ist sozusagen der sich andersrum mit so einer Art Wünschelrute, hat man sich den vorzustellen, wie er sozusagen sucht nach dem, was gerade aktuell ist. Ja? Und den finde ich einen ziemlich lachhaften Zeitgenossen, um es mal so zu sagen. Eine ziemlich hilflose Person, wenn es denn eine Person wäre, der Zeitgeist, die ständig versucht, das zu deuten, was gerade jetzt ist, aber in dem Moment, wo es gedeutet ist, ist es leider schon wieder futsch. Ja, man will ihm eigentlich gar keine Aufmerksamkeit widmen, das geht mir auch so. Also ich denke dann so an eine klassische Antwort von Inger Christensen auf eine Interviewfrage. Ach so, darüber habe ich noch nicht nachgedacht, hat sie dann gesagt, ganz gerne und oft. Ich meine, was tun wir denn alle gegen den Zeitgeist schreiben, ne? Oder? Also wenn man sich mit dem Zeitgeist einlässt, was immer das ist mir immer noch ein bisschen rätselhaft, dann wird man wahrscheinlich
eher Bankier oder Spätshop-Besitzer oder weiß nicht, also vielleicht nicht gerade Dichter oder Schriftsteller. Wir haben allerdings in Dresden gerade, wo ich ja lebe, so eine Debatte um Umbenennungen von Titeln, von Bildern in den staatlichen Kunstsammlungen, die so durch die örtlichen Medien geistert, wo zum Beispiel ein Bildtitel, in dem das Wort Zwerg vorkommt, geändert wurde. Und das hat mich in eine mittlere Bewusstseinskrise gestürzt, weil ich ein Buch geschrieben habe, das Selbstporträt mit Zwerg heißt. Und jetzt fürchte ich, dass das umbenannt werden muss, wegen des Zeitgeists. Insofern, also weiß ich jetzt auch gar nicht, ob ich sagen soll, warum mein Text, den ich Ihnen vorgelesen habe, warum der Zeitgeist heißt, das würde ich dem Hörer oder Leser doch überlassen wollen. Also da geht es mir wie dir. Allerdings auch in Klammern, das können Sie natürlich nicht sehen, aber der Zeitgeist ist in Klammern gesetzt als Titel von Volker Silas Text. Ich hatte jetzt bei der Lektüre den Eindruck, dass Nadja Küchenmeisters Text durchaus sehr gegenwartszugewandt ist. Vielleicht. Wie kam ich darauf? Radikale Fehlinterpretation. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht ein wenig gegensteuern wollen, was sozusagen die Aufgabe des Dichters oder der Dichterin als gegen den Zeitgeist schreiben angeht. Also ich glaube, dem Wort haftet einfach, das habt ihr beide ja auch gerade beschrieben, dem haftet nun mal etwas an, etwas sich aus dem Staub machendes an. Aber ich sehe es vielleicht ein bisschen anders. Das hat auch mit meiner Lehrtätigkeit zu tun. Also ich unterrichte unter anderem an der Kunsthochschule für Medien in Köln, habe also immer fortlaufend mit immer jüngeren Menschen zu tun, aber auch mit Schülerinnen und Schülern, zum Beispiel in Marbach. Und habe gestern mal überlegt, die Altersspanne beträgt so ungefähr zwischen den jüngsten Jugendlichen, zwischen 12 und Studierenden in meinem Alter. Und für die Lehrtätigkeit zum Beispiel ist sehr wichtig zu wissen, was gerade die jüngeren Menschen umtreibt. Und das ist natürlich, wenn Sie sagen oder wenn wir davon sprechen, man schreibe gegen den Zeitgeist, ich weiß das gar nicht so genau. Ich glaube, man schreibt mit der Zeit, in der man lebt, und man schreibt immer auch durch die Zeit hindurch. Das heißt, man schreibt natürlich auch etwas, was eine Form von, man hofft auf eine Form von Gültigkeit, dass man vielleicht auch in 30, 40 Jahren noch verstehen wird, was wir schreiben, so wie es uns ja auch geht mit den Dichtungen früherer Jahrhunderte. Und gleichzeitig natürlich besteht für mich großartige Dichtung immer darin, dass sie die Zeit, in der sie entsteht, mit einfängt. Ne, nicht ohne Grund, also der Dichter Jürgen Becker, den ich ab und an auch erwähne, der wird im nächsten Jahr 90 Jahre alt. Ich finde den einen immer noch hochmodernen Dichter, der eigentlich die Zeit, in der er lebt, niemals aus dem Blick verliert. Aber es stimmt, das Wort natürlich selbst, das beschreibt eine Mode, es beschreibt etwas, mit dem man nicht ganz so gern in Verbindung gebracht wird. Und das kann das Wort wahrscheinlich auch nicht mehr abstreifen. Das denke ich ist so. Also das ist keine Frage, dass natürlich man das Material des Zeitgeistes, das da herumschwirrt, nutzt für Gedichte, also gerade in Mystische Aubergine in meinem Band, hat das eine große Bedeutung, also diese ganzen Fachsprachen und so, die ich da verwende, aber natürlich ironisch und gebrochen. Damit ich nicht verstanden werde, also es ist kein bewusstes gegen den Zeitgeist schreiben, weil er mich dafür viel zu wenig interessiert, aber man nimmt natürlich wahr und gerade wenn man Kinder hat, umso mehr weiß man, was die gerade beschäftigt und so. Trotzdem hat man oder habe ich eine Distanz zu diesen modischen Dingen eben. Ne? Also, weil man könnte vielleicht wirklich den Zeitgeist einfach Mode nennen, oder? Wie du das gesagt hast. War ein bisschen. Ich meine, ich dachte, wir sind ja nicht zu langweilen hier. Also von daher habe ich das mal so in den Raum gestellt. Aber es ist einfach so, ich würde auch nicht, dieses Diktum fand ich auch ein bisschen zu, das unterschreibe ich nicht, gegen den Zeitgeist zu schreiben. Selbstverständlich wirklich begonnen mit der eigenen Sprache, die ja woher kommt und die sich permanent entwickelt, die sich mit jedem Gedicht, vielleicht in unserem Fall, weiterentwickelt und die greift ja durch, im besten Fall greift die ja durch die ganze Sprachgeschichte. Also das ist ja kein Ding von heute. Ja? Wenn ich ein Wort benutze und nicht weiß, wo es herkommt und welche Potenz es hat, wenn ich es jetzt heute neu kontextualisiere, was ja jeder macht, jeder Sprecher, jede Sprecherin,
sozusagen reißt ja ein wie auch immer altes Wort in den heutigen Kontext, ist ja logisch. Ja. Und selbstverständlich, wenn man Gedichte schreibt, macht man das doppelt bewusst, ist ja selbstverständlich, ist auch selbstverständlich, aber das ist nicht gegen etwas, aber das ist mit etwas, mit so und so vielen Schichten, ich nenne das für mich Sedimente oder wie auch immer. Auf der Wartburg habe ich das Wartburg-Konglomerat genannt, weil der Stein, auf dem die Wartburg steht, tatsächlich das Wartburg-Konglomerat ist, aus der Zeit des Rotliegend. Also falls das jemand interessiert, so 300 Millionen Jahre alt etwa. Ja. Und das ist natürlich, Wartburg-Gefühl ist übrigens ein wahnsinniges Zeitgefühl, 1200 Jahre Bauwerk. Ja. Ist nicht so, also da kann Berlin, da war Berlin noch Schlamm. Ja. So, und deswegen ist man da, und das interessiert mich, ich gestehe sehr, und natürlich bin ich mit diesem Rucksack im heutigen Sprechen, ja, und mit diesem Material gehe ich um, und ich finde das, und das reibt sich natürlich, das reibt sich im Grunde ständig am Zeitgeist, wo er auch immer guckt, und wenn er in Form von, also ich sage auch das noch, weil wir, das war ja eben angesprochen in deinem Text zumindest, Nadja war das ja angesprochen, wenn der Zeitgeist mit Sprachverboten oder auch mit dem Beispiel aus den Museen in Dresden, was ja nicht nur eine lokale Angelegenheit ist, mit den Umbenennungen von Bildern und all dem, was man so hört, insbesondere aus den USA, was da an den Universitäten vor sich geht, Sprechverbote oder Dinge umzubenennen, ja, also da muss ich jetzt wirklich, da gehe ich in die Mottenkiste der Geschichte noch einmal. Der ganze Sozialismus, die ganze kommunistische Welt und die Orwell in 1984 beschreibt, die basierte darauf, dass sie vorne, oder auch in Farm der Tiere, die basierte darauf, dass sie vorne etwas ranschreibt und hinten etwas anderes tut. Und wer mit Sprache, sozusagen mit Sprachmanipulation die Welt ändern will, wird nicht sehr weit kommen, weil sie sich auf die Hinterbeine stellt und weil sozusagen, da würde ich als alter Marxist dann noch, da würde ich in meine marxistische Mottenkiste greifen, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Oder mit Brecht, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Man könnte auch sagen, erst kommt das Fressen und dann die Wortwahl. Ich wollte es einmal gesagt haben. Ich wollte noch kurz was zu dem dieser Passage bei dir sagen, wo es um die kürzliche Nobelpreisvergabe geht, also da scheint mir zum Beispiel, dass jemand, ein Journalist oder wer auch immer, der diese Vergabe zeitgeistig nennt, voll im Zeitgeist liegt, ne? Also weil natürlich ist es, also ich fand es eine großartige Wahl erstmal, ohne den Autor zu kennen, aber ich werde mir wahrscheinlich mal ein Buch von ihm kaufen, weil das natürlich dieses ganze eurozentrische Ding auch mal wieder auflöst, und wir sollten sehr wohl gucken, was es für großartige Künstler in anderen Weltgegenden als unserer gibt, und ich weiß nicht, was daran Zeitgeist sein soll, also das verstehe ich einfach nicht. Insofern fand ich so ein Etikett dann doch eher eben gerade zeitgeistig, ja? Also und irgendwie rückschrittlich auch. Nur noch kurz, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit für das Gespräch, weil es gibt ja noch zwei weitere Podien, worauf ich nur noch kurz hinaus wollte, um auch die Sprache im technischen Zeitalter zu streifen. Was, glaube ich, bei allen drei Texten dann doch auffällt, ist natürlich, dass der Begriff Zeitgeist auch zahlreiche weitere sehr, sehr große und sehr abstrakte und schwierige Begriffe streift, wie beispielsweise eben auch Tradition, aber eben auch nicht zuletzt Technik. Und ich nehme mal an, dass Nadja Küchenmeister relativ viele Tabs offen hatte bei der Niederschrift dieses Texts und im Internet sehr viel Sprache vor Augen hatte gleichzeitig. Ich wollte vielleicht noch kurz darauf zu sprechen kommen, inwiefern, wenn man Zeitgeist natürlich auch mit dem Schritthalten gewisser technologischer Entwicklung und deren eben entweder Verwendung oder Ablehnung in Verbindung setzt, das für euch eine Rolle spielt, weil ich zum Beispiel auch von Volker Sieloff erfahren habe, dass er den Godard-Film, um den es geht, im Internet gesehen hat und nicht im Kino beispielsweise. Inwiefern spielt das dahingehend eine Rolle, dass man, also wir haben ja auch viel über die, naja, vielleicht Angst, aus der Zeit zu fallen oder den relativen Druck des Zeitgeists jetzt gehört. Inwiefern spielt diese Verwendung von moderner Technik, von zeitgenössischer Technik, Technologie eine Rolle für euer Schreiben? Vielleicht Nadja am Anfang. Ich glaube, die Frage, ob man das Empfinden hat, aus dem mit dem Zeitgeist nicht Schritt halten zu können, müsste man
individuell und auch wirklich altersabhängig stellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine 15-jährige Schülerin von mir das Gefühl hat, das wäre sehr schwierig, sich vorzustellen, dass sie sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was der Zeitgeist ist. Nein, ich hatte meinen Rechner auf und man nennt es Google und habe dann einfach die Wortlisten so ein bisschen eingegeben und bin, glaube ich, in diesem Raum eine der am wenigsten gut gerüsteten technischen Personen, die es gibt. Also Technik ist ja nun schon auch lange, auch vor dem Internet, für uns alle ein ständiger Begleiter, weil wir eben unser Leben mit Technik, nicht hoffentlich um die Technik herum, aber mit Technik organisieren müssen. Und es spielt einfach, es ist ein Zubringer oder eine Zuhilfe sozusagen. Und heute, weil der Text, den habe ich heute Morgen geschrieben, war es natürlich sehr hilfreich, WLAN zu haben. Aber ansonsten ist das für mich eigentlich meine normale Arbeitsweise, dass ich eben dann recherchiere. Aber ich habe ja gar keine Apps, also außer WhatsApp. Ich habe überhaupt keine Apps. Ich bin auch nicht bei Facebook, Twitter, Instagram und alle Namen, die da unter meinem firmieren, das bin nicht ich. Für mich fing das schon in den 80er Jahren an, als ich immer abgelegte und aufgerüstete Computer, also was damals so hieß, von einem vom Chaos Computer Club in Hamburg übernommen habe. Der hatte die immer frisiert sozusagen und hat die gecheckt und mir weitergegeben. Das waren merkwürdige Dinger, teilweise mit blauen Bildschirmen und sehr eigenartig. Und ich habe im DOS mich immer verfummelt und so. Aber selbstverständlich habe ich mich damit selber weiterentwickelt. Alles, was schreibt, ist okay. Wenn ich im Wald bin und habe nur mein Handy dabei, schreibe ich im Zweifelsfall die berühmte geschenkte erste Zeile auf dem Handy, in irgendeinem, weiß ich nicht, irgendeiner Notizfunktion. Das ist mir völlig wurscht. Ja. Und ich finde, es gab diese Riesendiskussion, falls sich noch jemand im Saal erinnert, ja, als die Rechner überhaupt eingeführt wurden, ja, als es überhaupt losging, gab es endlose Umfragen in allen Zeitschriften, in allen Papiermedien zumindest, darüber, wie das dann jetzt das Schreiben ändern wird und so. Und ich fand, die schönste Antwort hat damals Garcia Marquez gegeben. Der hat einfach gesagt, naja, mit der Schreibmaschine und so, wissen Sie, mit dem Computer, der Unterschied ist, dass ich jetzt keine Rückenschmerzen mehr habe und viel länger schreiben kann. Aber ich fand das okay. Ja, und er hat, glaube ich, auch gesagt, toll ist auch, dass er überall diesen kleinen Stick mit, oder eine Diskette war es, glaube ich, noch, aber er kann das kleine, das Teilchen mitnehmen und kann überall schreiben in der Welt, wo er gerade ist. Ich würde die Frage von Ihnen noch mit 8 Gedichtzeilen beantworten wollen, wenn ich darf, damit auch noch die Lyrik noch mal zu Wort kommt. Aus Mystische Aubergine, 8 Zeilen von einigen 100 oder über 1000, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es sind jetzt, wird auch weiter wachsen. Also meine Antwort auf die zuletzt gestellte Frage von Vincent Sauer geht so: Mit dir vergaß ich all die anderen trüben Tassen, die Herzensbrecher und Kupferstecher, die es nicht rafften, mich bloß, während der Wind sich drehte, blöd an der Mole angafften. Bin ich ein Leuchtturm oder was? Verpiss dich, Digga, gib Gas und lass dich, Digga, hier nie wieder sehen. Die kriegten doch alle den Bogen nicht scharf, den Aphrodite in Meerwasser tunkte. Der schöne Fries aus dem 1. Jahrhundert, Sprayer-Szene des Kaisers Nero, wie man unkte, ein Abbild seiner Gespielin, wirklich gut getroffen, tadellos. Danke. Dann bedanke ich mich für das Podium. Wir werden noch 2 weitere erleben. Jetzt gibt es eine kurze Pause, in der Sie sich was zu trinken holen können zum Beispiel oder kurz an die frische Luft zur Feuerschale gehen. Und dann bedanke ich mich natürlich bei Nadja Küchenmeister, Volker Sieler von Uwe Kolbe und noch einen schönen Abend.
auf die zweite Runde. Gerd Loschütz hat als Lyriker angefangen, zuletzt aber Prosa geschrieben. Prosa schreibt auch Ulla Lenze und Katrin Röckler schreibt alles Mögliche, Hörspiele, Dramen, aber soweit ich weiß, nicht Lyrik oder nur geheim. Ganz geheim. Dieses Podium ist selbstverwaltet. Wir schauen mal, wie das geht. Wir werden Dr. Ben erwarten und von innen aus gesehen ganz rechts. Ich fange mit dem einzigen Herrn auf dem Podium an, Gerd Loschütz, der soeben mit dem Rabe-Preis ausgezeichnet worden ist. Dazu herzlichen Glückwunsch. Das Buch heißt Besichtigung eines Unglücks und beginnt mit einer atemberaubenden Erzählung, Beschreibung eines Eisenbahnunglücks bei Genthin. Genthin ist der Geburtsort von Gerd Loschütz. Das Buch ist in diesem Jahr erschienen, 2021 bei Schöffling. Ein schönes Paar war 2018 sein vorletzter Roman. Ich freue mich, dass du da bist. Neben Gerd sitzt Ulla Lenze. Ulla Lenze war hier in der Autorenwerkstatt Prosa 2002. Damals war ich Teil der Leiter dieser Werkstatt und ich freue mich, dass aus dir tatsächlich eine richtige Autorin geworden ist. Und das letzte Buch, das sie veröffentlicht hat, das kam bei Glättkotter und hieß Der Empfänger. Es ist ein historischer Roman. Er geht um Nazis in den USA während des Weltkriegs. Die endlose Stadt erschien, ich glaube 2017 in der Frankfurter Verlagsanstalt. Ganz außen Katrin Röckler, ich habe schon gesagt, schreibt bedient viele verschiedene Gattungen und ich habe mir hier aufgeschrieben zwei Bücher, das Bauernkriegspanorama im Verbrecherverlag, das ist im letzten Jahr erschienen und die Nachtsendung 2016 bei S. Fischer. So, und jetzt mache ich mich hier klein und übergebe an, ich glaube an Gerd, oder? Ja, fangen wir einfach an, ja. Der Text ist nicht für den heutigen Abend geschrieben worden, aber Thomas meinte, er sei trotzdem brauchbar für heute. Nun gut, versuchen wir es. Zu Ben. Wenn ich heute in Gottfried Bens Ausdruckwelt blättere, in Dieter Wellershoffs Phänotyp dieser Stunde, in Helmut Uhlichs Gottfried Ben oder in Walter Lennigs Ben-Monographie, alles Taschenbücher aus den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, bin ich verblüfft über die zahlreichen Unterstreichungen und Anmerkungen am Rand, die bezeugen, mit welchem Eifer und welcher Ernsthaftigkeit ich die Bücher durchgearbeitet habe. Was war es, das mich, den damals 16-, 17-jährigen Schüler, so für Ben einnahm, dass ich mich sogar noch in die Welt Rönnes oder des Phänotyps hinein zu versetzen suchte, die er mit meiner Gymnasiastenwirklichkeit nicht das Geringste gemein hatte. Natürlich vor allem die Begeisterung für die Gedichte, die auf die Prosa abstrahlte, aber es war, wie mir klar wird, wenn ich die Unterstreichungen heute sehe, noch mehr. Die melancholische Weltverachtung Benz, die Vergeblichkeitsgeste, sein Bekenntnis zum Nihilismus, sein Bestreiten jeglichen Sinns in der Geschichte, der hochfahrende Ton, mit dem er Modeerscheinungen geißelte, der Hohn, den er über Kleingeister ausgoss. Das war etwas, das bei mir nach der Entwurzelung durch die Flucht von Ost nach West und den Tod meiner Mutter auf offene Ohren stieß und sich mit der Verachtung des Heranwachsenden für das enge, biedere Hohltönende der Kleinstadt, in die wir geraten waren, aufs Beste verband. In diese Zeit fallen erste eigene Schreibversuche, in denen ich meiner Lebensenttäuschung Luft machte, schwarze Verse, hinter denen keine politisch-moralische Empörung steckte, sondern eine existenzielle, die sich, wie kurze Zeit später geschehen, problemlos gegen die politische eintauschen ließ.
Auch wenn Benno und Brecht Antipoden waren, lässt sich doch sagen, dass der eine dem anderen, bei mir jedenfalls, den Weg bereitete. Andererseits war es nicht der politische Brecht, den ich als Schüler liebte, sondern der von Baal und Dickicht der Städte, der Expressionist, der denselben Kleinbürgerhass pflegte wie der 12 Jahre ältere Ben. Gab es schon damals Irritationen bei der Lektüre Bens? Nein. Seine wütende Traurigkeit entsprach mir ganz und gar, latsch nicht auf dem Blut von Chopin herum, war ich jederzeit bereit, jemandem an den Kopf zu werfen. Im Sommer auf dem Weg zum Schwimmbad spukte mir einsam mal nie als im August durch den Kopf, wo alles sich durch Glück beweist und tauscht den Blick und tauscht die Ringe, im Weingeruch, im Rausch der Dinge, dienst du dem Gegenglück, dem Geist. Gegenglück, das war's, wovon ich mich heimgesucht sah, Geist war's, was einsam und frei machte, nicht weniger als Rilkes, wer jetzt kein Haus hat, braucht sich keines mehr, liebte ich unter November Einsamkeit, Tristesse, Grab oder Stock, der den Gelähmten trägt. Die Himmel segne nicht nur die Zypresse, der Trauerbaum steht groß und unbewegt. Auch in meinem Hause hingen keine Gainsboroughs, und so jung ich war, so viele Verluste glaubte ich verzeichnen zu müssen, auf die ich mich wie von Weitem zu schauen verpflichtet fühlte. Nun alles abgesunken, teils das ganze Seela-Psalmende. Bis heute fallen mir diese und andere Zeilen ein. Noch immer kann ich Gedichte auswendig, wie das wunderbare Chopin, oder würde sie mit etwas Zeit zusammenstoppeln können. Und doch ist Abstand eingekehrt. Wodurch? Ich kann es nicht genau sagen, aber es kommt mir vor, als sei mir irgendwann der Geruch von Herrenparfüm in die Nase gestiegen. Wann? Als ich auf einer Schallplatte Ben zum ersten Mal seine Verse vortragen hörte. Bahnhofstraßen und Rühen, Boulevards, Lidos, La Anne, selbst auf den Fifth Avenue fällt sie die Leere an. Und ich an der Aussprache merkte, dass er weder die La Anne noch die Fifth Avenue gesehen hatte, seine Weltläufigkeit also Behauptung und Anmaßung war. Noch in den 60er Jahren also, in einem Alter, in dem ich mit großer Kleinherzigkeit jede Enttäuschung durch meine Helden mit Liebesentzug bestrafte. Obwohl ich doch schon damals hätte wissen können, dass Ben es mit Pascal hielt, der alle Leiden des Menschen daher kommen sah, dass er nicht in seinem Zimmer verweilen konnte und der Rückzug aufs Ich Programm war. Oder erst später, in den 80ern, als ich beim Wieder- und Wiederlesen etwas Eitles und Posenhaftes in den Gedichten zu entdecken meinte, hohles Pathos. Der soziologische Nenner, der hinter Jahrtausenden schlief, hieß ein paar große Männer und die litten tief. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß heute, dass es sich um Generationspathos handelt, Ausfluss einer Erziehung, die auch noch jenen soldatische Haltung abverlangte, denen wie Ben schon aufgrund ihrer Konstitution das Heldische fern lag. Oder ist es noch anders? Ist das, was ich Abstand nenne, Ärger über die den Verstand ausschaltende Verführungskraft solcher Zeilen, die einem mit der Geschmeidigkeit von Schlagern in die Ohren gehen und sich dort einnisten? Und heißt dann Schweigen und Walten, wissen, dass sie zerfällt, dennoch die Schwerter halten vor die Stunde der Welt. Als ich Ende der 60er nach Berlin zog, suchte ich ein möbliertes Zimmer. Und obwohl ich eigentlich nach Friedenau wollte, mietete ich eins in Schöneberg, bloß weil es in der Bozener Straße lag, 2 Häuser von Bens langjähriger Wohnung und Praxis entfernt. Ein großer, heller Raum, den ich indes nur 2 Tage behielt. Am 3. wurde ich von den Vermieterinnen, 2 alte Damen, wieder an die Luft gesetzt, weil ich eine Matratze aus einem Möbelkeller angeschleppt hatte, in der sie eine Brutstätte von Ungeziefer vermuteten. Es war November, ein Monat nach meinem Abitur. Berlin erschien mir grau und abweisend, nie wieder danach
habe ich die Stadt so unwirtlich erlebt. Ich erinnere mich, wie ich nach meinem Rauswurf die Matratze hinter mir herziehend bei Ben vorbeikam und dachte, ja, wenn man da jetzt klingeln könnte. So, danke. Haben Sie irgendwann mal geklingelt? Es war zu spät. Sonst hätte ich es wahrscheinlich getan, ja. Sie haben gesagt vorhin, Sie hätten den Text zu einer anderen Gelegenheit geschrieben, also nicht extra für diesen Abend. In welchem Kontext sehen Sie denn diesen sehr, sehr schönen Text zu diesem Thema Zeitgeist? Also wie würden Sie das jetzt kontextualisieren? Naja, ich denke, dass das durchaus was mit Zeitgeist zu tun hat. Einmal die Bereitschaft, sich auf diese Sorte von Pathos einzulassen. Die Ben-Texte sind natürlich von einem großen, also da man merkt ein Männer-Pathos da drin, das heute keiner mehr wagte. Man sieht auch dauernd Kurt Jürgens oder so jemanden und denke, dass irgendwie passte das eigentlich gar nicht zu Ben, aber es gehörte trotzdem in diese Zeit rein. Ich würde auch überhaupt, wenn wir jetzt über Zeitgeist reden, den Begriff eigentlich weiter fassen wollen. Also vorhin, als ich gehört habe, dass Uwe Kolbe sagte, Zeitgeist ist was anderes, was ähnliches wie Mode, habe ich gedacht, nee, das ist es nicht ganz. Wenn es nur Mode wäre, dann hätte man einen solchen Abend hier nicht zu veranstalten brauchen. Ich denke, dass Zeitgeist doch etwas viel Komplizierteres und schwer Fassbareres ist. Ich glaube, dass wir das alle gar nicht merken, wie sehr wir diesem Zeitgeist verhaftet sind. Wir sind drin, wir sind selber der Zeitgeist. Alle unsere Äußerungen sind Zeitgeistäußerungen, auch diese Veranstaltung heute Abend ist das. Ich habe mal vor vielen Jahren, jetzt mache ich einfach weiter, wollen wir noch eine Frage stellen? Ich habe mal vor vielen Jahren, in den 80er Jahren, ein Buch herausgegeben, das heißt Von deutscher Art, was in den Köpfen derer steckte, die sich einen Führer wünschten. Und das war auch der Inhalt des Buches. Ich wollte wissen, was haben die eigentlich gedacht, die damals 22, 23, 30-Jährigen, die 1933 Hitler gewählt haben. Und dachte, mit meinen Möglichkeiten kann ich das nur rauskriegen, oder für mich kann ich das nur rauskriegen, wenn ich weiß, was die gelesen haben. Und ich habe also damals sämtliche Schulbücher durchgeforstet, also sämtliche, die greifbar waren noch, durchgeforstet und habe auf diese und auch geguckt, was damals die populäre Literatur war, die man las, mit anderen Worten, was die Leute so dann möglicherweise gedacht haben und wie ihr Hintergrund, geistiger Hintergrund aussah. Und daraus ist eine Art Lesebuch entstanden, dieses Von deutscher Art. Mir ist klar geworden bei dieser Beschäftigung eines, nämlich, dass nichts, wovon ich glaube, dass ich unabhängig urteile, dass ich die Dinge im Griff habe aufgrund meines Verstandes oder meiner Erfahrung, kann ich alles vergessen. Weil auch das ist so geprägt von Zeitgeist, Mode, allem rundherum, in dem wir sind, dass man kaum eine Chance hat, dem zu entgehen. Und deshalb wäre ich da sehr vorsichtig zu sagen, das ist bloß nur eine kleine. Also wenn ich allein diese Zeiten durch, wo ich bewusst selber mitgemacht habe, fing an mit der Bürgerrechtsbewegung in den USA, da war ich noch Schüler, dann der Vietnamkrieg, dann die Studentenbewegung, dann die Zeit danach, das neue Biedermeier. Meine Güte, wie viele Bewusstseinsstufen sind wir durchlaufen und immer mit neuen Zeichen von außen, nicht? Die Zeichen haben sich verändert, aber das eigene, wir waren trotzdem Teil davon. Wenn wir uns heute angucken, wie wir ausgesehen haben 1977, kriegen wir einen Lachanfall oder schämen uns. Und deshalb wäre ich ganz vorsichtig mit solchen Sachen. So Zeitgeist, das ist eben so ein bisschen Mode, so ein bisschen Wischiwaschi. Nee, ist es nicht. Vorsicht damit.
So, jetzt habe ich alles tot geredet. Ja, Entschuldigung. Ja, genau. Wobei es ging, also da gehe ich auch ganz d'accord, dass Zeitgeist weitaus komplexer ist als Mode. Ich glaube, es ging in der Diskussion vorhin auch um die Frage, wohin das Schreiben eigentlich geht. Also ob Schreiben antithetisch sein sollte zum Zeitgeist. Ja. Also bewusst sich emanzipiert oder... Ja. Das ist natürlich noch eine andere Frage, dass wir Produkte des Zeitgeistes sind. Ich glaube, also wahrscheinlich können wir das schwer bestreiten, aber es geht ja auch noch mal um die Frage der Literatur, des eigenen Schreibens, ob man sagt, ich wiederhole den Zeitgeist, ich bilde ihn ab. Ja. Oder vorhin wurde auch gesagt, dass wir die Zeit ja abbilden oder dass es mit ein Thema des Schreibens ist, die Zeit abzubilden. Ne? Also man versucht natürlich dagegen anzusteuern. Man versucht nicht, wer will schon modisch sein? Das ist doch lächerlich, ist doch klar. Aber und man hofft natürlich, dass man unabhängig ist bis zu einem großen Teil in dem, was man tut. Aber ganz sicher kann man nicht sein. Man muss es ständig wieder überprüfen. Ja. Und ich denke, Ola Lenze hat sehr kluge Dinge da in ihrem Essay genau zu dieser Frage geäußert. Insofern glaube ich, wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt, ja, dass du übernimmst. Ja. Genau, danke. Also ich in diesem Essay, das verrate ich gleich, spreche ich mich eigentlich auch gegen den Zeitgeist eher aus. Aber als ich vorhin die Gruppe hörte, dachte ich, das ist eigentlich schade. Ich hätte eigentlich die andere Position lieber einnehmen sollen und mich mal stark machen. Aber egal. Es kommen auch noch andere Hinsichten vor. Also es ist jetzt nicht nur einseitig, hoffe ich. Geist und Zeitgeist. Es klingt nach einer ernsten und ehrenvollen Aufgabe, den Zeitgeist zu erfassen. Zeit und Geist, große Begriffe. Tatsächlich hat mich als Schreibende die Kategorie Zeitgeist nie interessiert, weder den Zeitgeist literarisch zu fassen, noch mit dem gewählten Stoff und der Form sich am Zeitgeist zu orientieren. Ebenso wenig war für mich als Leserin relevant, ob der Zeitgeist perfekt getroffen oder wiedergegeben wurde. Wenn unter den Büchern, die ich las, ein Gutes war, das für seine Gegenwärtigkeit gelobt wurde, war das wahrscheinlich nicht der Grund, weshalb es mir gefiel. Und doch geistern wie ein fraglos absoluter Wert immer wieder Bescheinigungen von Aktualität durch die Werturteilfloskeln. Buch der Stunde nahe am Zeitgeist, perfekte Durchdringung der Gegenwart, der Autor sei ein Zeitgeistbeobachter oder von der unmittelbarsten Gegenwart werde erzählt. Ich gebe zu, als einem meiner Romane einmal eine enorme Gegenwärtigkeit nachgesagt wurde, fühlte ich mich geschmeichelt, wobei ich versichere, dass es nicht in meiner bewussten Absicht gelegen hatte, gegenwärtig zu sein. Ich hatte andere Kriterien, die Sprache, den Rhythmus, die Struktur, die Form. Stoffe interessieren mich immer nur im Moment ihrer künstlerischen Transformation. Entsprechend wähle ich meine Romanlektüren auch nicht nach Stoffen und Themen aus, sondern nach der Intensität ihrer Sprache, mit der sie die Wirklichkeit aufladen und diese in ihrer Komplexität zeigen und zulassen. Dem Zeitgeist scheint allein durch seine scheinbare Aktualität bereits Relevanz zuzukommen. Entsprechend erschaffen die Nachrichten neue und aktuelle Themen nicht selten durch Zuspitzung und Verkürzung. Niemand kann die Relevanz des Jetzt anzweifeln. Schließlich befinden wir uns in der Gegenwart. Wir sind das Gegenwärtige. Wir sind unsere Zeit. Mit diesen Annahmen kann man nichts falsch machen und entsprechend wird gefühlt jede zweite Buchbesprechung in einen Gegenwartsbezug verankert, sofern nicht bereits der Klappentext das getan hat. Als ebenso ehrenvoll gilt es, in die Vergangenheit zu blicken, wenn sich ein Bezug zum Heute herstellen lässt. Ist dieser Aktualitätsfetisch vielleicht selber ein Symptom des heutigen Zeitgeistes? Durch die mediale Revolution werden wir stets in ein unmittelbares Jetzt gezerrt, in ein ununterbrochenes, mit jedem Herunterwischen der Screen aktualisiertes Pseudo-Jetzt. Zumindest entsteht dadurch ein diffuses Gefühl von Neuheit, weil dieses Jetzt hergewischt wird und durch die stetige Erneuerung eines Feeds uns auch wieder entwischt. Ist das ein Ausdruck unseres Zeitgeistes? Und kann man sagen, dass er nach sich selbst verlangt, einer ständigen Bezugnahme zu dieser leeren, sich selbst entwischenden Mitte?
Zeitgeist wäre damit nicht nur etwas, das, dem ich meine Stoffe ablauschen könnte oder auf den hin ich kalkulierend schreibe, möge mein Schreiben dem Zeitgeist gefallen, sondern der Zeitgeist ist auch etwas, das mich bedrängt, das sich an mich als Schreibende herandrängt. Ich trage ihn in der Hosentasche in Form des Smartphones. Der Zeitgeist ist ein Bewacher, er ist woke, er ist alert, er ist der große Andere in Online-Form und er macht mir auch ein bisschen Angst. Der Zeitgeist ist womöglich auch hier in diesem Moment, wo alles, was ich sage, zeitgleich woanders hin gestreamt wird, an einen Ort, wo wir nicht sind. Das alles ist jener Zeitgeist, der sich an mich herandrängt. Wie eingangs gesagt, sind Zeit und Geist zwei gewichtige Begriffe und doch kommt es im Zeitgeist zu einer Kollision zwischen dem Begriff Geist, der zumindest in romantisierendem Klischee gern in Opposition zur drangsalierenden Materie gebracht wird. Selbst im Kerker kann der Geist frei sein und so weiter. Als Zeitgeist wird nun der Geist in ein Kollektiv gesperrt, was ihn ausmacht, das Moment der subjektiven Freiheit, des Transzendierens misslicher Lagen, verliert er an einen kollektiven Geist. Sofern er sich mit diesem identifiziert, etwa wie mit Hegels Weltgeist, der von ferne im Begriff Zeitgeist anklingt, wird das in Ordnung sein, als der in der Geschichte sich entfaltende objektive Geist. Aber das setzt eine Menge Metaphysik voraus. Den Zeitgeist zu kennen, das versteht sich von selbst. Man muss ja wissen, wovon man wegschreibt oder hinschreibt oder mit Adorno gesprochen, man muss den Materialstand kennen. Auch wenn es solche Momente im Schreibprozess gibt, fällt ein Werk nicht vom Himmel. In der Regel wurde Vorarbeit geleistet, eine Auseinandersetzung mit der eigenen Zeit, Wirklichkeit, gesellschaftlichen Themen oder mit sich selbst. Man ist ja ein Produkt der Zeit. Gleichwohl, obwohl wir alle so etwas wie den Zeitgeist spüren, bleibt stets diffus, was der Zeitgeist konkret jeweils ist. Herder, auf den der Zeitgeist begriffsgeschichtlich zurückgeführt wird, stellt entsprechende Fragen. Ist er ein Genius, ein Dämon oder ein Poltergeist, ein Wiederkommender aus alten Gräbern? Oder gar ein Lufthauch der Mode, ein Schall der Harfe? Man hält ihn für eins und das andere. Mit dem heutigen Zeitgeist, wie ich ihn empfinde, zumindest unter dem Aspekt der Selbstreferenzialität, verliert sich manchmal auch das Verständnis, was literarische Texte sind, was diese von funktionalen Texten unterscheidet. Größer gesagt, überhaupt was Kunst ist. Der Raum ästhetischen Erlebens scheint sich, vielleicht auch nur vorübergehend, zu verkleinern. Er scheint überlagert zu werden von den stets lauteren und schnelleren Stimmen, die oft mehr am Urteilen als am Verstehen und Erfahren interessiert sind. Das ist keine neue Erkenntnis und ich bin nicht die Erste, die das formuliert, aber im Kontext unseres Themas scheint mir die Pointe die, dass der aktuelle Zeitgeist wie kein anderer sich selbst will, statt sich selbst anders zu werden, sich auf Fremdes, auf anderes wirklich einzulassen. Denn das hieße, sich wegführen zu lassen von sich selbst, auch in etwas Nicht-Diskursives, das primär ästhetisch wirkt. Ich glaube, dass wir Autorinnen und Autoren hier aufpassen müssen, nicht einem falschen Relevanzdruck nachzugeben. Die Frage, was ist wirklich relevant, was ist wirklich wichtig, darf nicht von außen gestellt werden, sondern muss sich aus der Sprache, aus dem Werk heraus entwickeln. Den Zeitgeist zu spüren und vor seinem Hintergrund zu schreiben, das wird ohnehin nie ausbleiben, aber es sollte stets versucht werden, im Geist entgegenzusetzen. Sind wir wahrscheinlich die Antithese zur ersten Gruppe, obwohl die ja auch sehr heterogen war, das kann man jetzt gar nicht sagen, aber ich fand es ganz schön, dass hier doch sehr, sehr Begriffe wie Relevanz, eben Pseudo jetzt, Aktualitätsfetisch mal auftauchen und da auch den Gedanken, den wir zuerst, den Sie zuerst geäußert haben und der hier Platz nehmen durfte, dass es eben nicht es um Moden geht oder um, dass es auch etwas mit Gefängnis zu tun hat oder mit Bedingungen zu tun hat und mit dem Common Ground zu tun hat und mit dem, was uns,
was uns, ja, aus dem heraus wir arbeiten und aus dem, wo man sich eben widersetzen möchte, aber eigentlich nur mit dem Zeitgeist gegen ihn oder so. Also es ist, man kommt nie ganz raus. Also es ist irgendwie, aber Zeitgeist ist ehrlich gesagt kein Begriff, den ich jetzt verwenden würde. Also für mich ist es so ein 80er-Jahre-Wort, das ich eigentlich gar nicht mehr... Das fand ich interessant, dass Nadja von New York Times, dass da im Englischen, also im amerikanischen Englisch, Zeitgeist so ein virulenter so ein Begriff ist, der total da ist, weil meiner Meinung nach ist der gar nicht da bei uns hier in der Debatte, aber vielleicht, das, man weiß es ja selbst das auch nicht mehr. Es ist auch schwierig, den Zeitgeist zu überblicken, weil man den gar nicht mehr erfassen kann in all den Bubbles. Frage, machen Sie sich Gedanken über den Zeitgeist, wenn Sie arbeiten? Nein. Ja, Moment. Es gibt so verschiedene Stufen des Arbeitens. Also ich glaube, was ich anfangs in diesem Text angesprochen habe, ist natürlich die andere Seite, also diese Äußerlichkeit des Betriebs, wo es dann bestimmte Themen gibt. Das kommt in deinem Essay auch alles vor, die drei Ks, Klimakrise, Kolonialismus und so weiter. Ich will auch nicht vorgreifen, aber natürlich gibt es einen äußeren, ja, ich sage auch mal Druck oder Erwartungshaltung von außen, die man natürlich mitbekommt und wo ich mich natürlich davon emanzipieren will immer wieder und merke, also ich will das schreiben, was ich schreiben will, auf meine Weise, aber man kriegt ja mit, was publiziert wird, wie es besprochen wird und es ist eigentlich immer so Fleißkärtchen und Lob verteilt wird für, wenn irgendwas besonders den Zeitgeist durch... Genau. Das kann man ja meinetwegen in Kritiken, die man liest über andere Bücher, kann man das ja vielleicht sehen, dass da gesagt wird, das sei nun besonders nah an der Zeit und was weiß ich alles. Aber betrifft das denn einen, wenn man selber über ein Thema schreibt, dass man sich denn Gedanken macht, darf ich darüber schreiben oder ist das vielleicht nicht relevant genug für die Kritiker oder was denken die Kritiker oder was sagt mein Verleger oder was wollen die? Also sind das, also ich kann mir solche Gedanken ganz schwer nur vorstellen, muss ich sagen. Weil das ist ja, damit ist man ja, also begibt man sich ja rein in so eine, ja, in so eine Auftragssituation. Also die Gesellschaft gibt mir den Auftrag, ich soll jetzt etwas schreiben, damit sie ja hinterher besser dasteht oder versteht, wie die Welt geschaffen ist. Kann ich mir, also kriege ich gar nicht in den Kopf rein, muss ich sagen. Ich denke, es ist eben ganz wichtig, dass das nicht passiert. Also es ist ja sehr unkünstlerisch und man muss sich aber diesen Raum immer wieder auch erkämpfen und selber erschaffen. Also wenn Sie davon ganz unbehelligt sind, ist das wirklich sehr erfreulich. Ich kenne also aus Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, dass das schon thematisiert wird, was den Markt ausmacht, was er will. Also ich erinnere mich an die Zeit in den 70er Jahren oder ein bisschen vorher noch, Vietnam-Gedichte. Alle schrieben auf einmal Vietnam-Gedichte. Das ist richtig, das gab so einen seltsamen Druck, dass man sich Stellung bezieht und so etwa. Ja, das vielleicht, ist vielleicht vergleichbar, ja, das will ich zugestehen, ja. Aber es ist mir nicht gelungen damals. Ich sage noch mal ein anderes Beispiel. Ich finde, der Zeitgeist hat ja auch positive Ausprägungen, zum Beispiel die Sensibilisierung der Gesellschaft, die zugenommen hat, die ich positiv finde, was dann auch dazu führt, dass viele ihre Manuskripte auch lesen lassen, auf die Frage hin, sind hier vielleicht unbewusst irgendwelche Dinge drin, von denen Leute vielleicht verletzt werden können. Das kann dann wieder auch zu Protest führen, also es führt zu diesen Polarisierungsprozessen wiederum, aber insgesamt ist das aus meiner Sicht eine positive Entwicklung, nur ich lese dann auch meinen eigenen Text manchmal kritischer, als ich es vielleicht vor 10 Jahren getan hätte, auf diese Frage hin, also was versteckt sich da noch unter der Oberfläche meines Schreibens oder was sind die Subtexte, die mir vielleicht gar nicht bewusst waren. Das ist nicht gerade inspirierend beim Schreiben, also es gibt eigentlich verschiedene Stufen des Arbeitens, es gibt eins, wo ich wirklich ganz filterlos und zügellos bin und dann aber eine Etappe, in der ich genauer hingucke oder auch andere lesen lasse. Würde das denn so weit gehen, dass Worte wie Mohrenkopf oder so ersetzt werden? Kommt sehr auf den Kontext an. Das kann man so generell, würde ich es nicht beantworten können. Oder es gibt ja mehrere solche, oder die Apotheke so und so, die ich weiß nicht mehr. Es gibt ja viele solche Wörter, die als diskriminierend verstanden werden. Aber jetzt, und daraufhin lesen Sie Ihre Texte durch?
Ja, das ist nicht die Hauptarbeit, die ich da leiste. Es ist einfach nur am Ende vielleicht eine Etappe, die aber auch vorkommt, die auch vielleicht vom Lektorat geleistet wird. Also es müsste Ihnen doch auch schon mal passiert sein, dass vom Lektorat irgendeine Rückmeldung kommt oder... Vielleicht auch zwei, drei Sachen dazu sagen. Zum einen finde ich es ein bisschen interessant, also die Sprache der Kritik, der Literaturkritik war ja in der Romantik sehr nahe an der Literatur selber dran. Also das wurde ja nicht als Geschäftsgegenüber gesehen, sondern als Dialog oder als etwas, was ineinander wächst. Also wenn die Kritik etwas, der Diskurs der Kritik, der ist sozusagen nicht nur, also ja, ist nicht etwas, was dem Text äußerlich ist, sondern ja in Kontakt tritt. Und deswegen ist es doch ganz interessant. Zum anderen, in dieser ganzen Debatte um Sprach, wird eigentlich meist übersehen, dass Schriftstellerinnen die schreiben ja nicht ihre Haltung in ihre, also doch ihre Haltung vielleicht, aber sie schreiben nicht ihre Meinung zu etwas in Texte rein, sondern die haben von Figurenrede, die haben Sprachmaterial. Es ist sozusagen ich bin da letztendlich zu einer genauen Beobachtung verpflichtet. Ja? Also ich kann da nicht irgendwie jetzt sagen, okay, ich gendere einen Text durch, weil ich das jetzt... Der vielsprachig funktioniert, das wird dann nicht mehr gehen. Ja? Das ist irgendwie, eben wie gesagt, das ist, da verrät man dann auch etwas oder macht etwas unkenntlich. Umgekehrt werde ich auch nicht die andere Richtung, also es ist eine Vielsprachigkeit in Texten drin, die auch Sprachbewegungen nachzeichnet und auch Geschichtlichkeit auch mit reinnimmt. Also das ist, das ist nur mal diese Debatte, ich denke mir dann immer nur, wenn es heißt, es werden alte Texte durchgesehen, ob die jetzt noch passen, warum finanziert der Verlag keine neue Übersetzung? Ja, das ist doch viel angemessener dann, oder? Vielleicht manchmal gibt es tolle Übersetzungen, die möchte man bewahren, na klar, also das ist, aber das hat es immer gegeben, dass Texte neu übersetzt worden sind und dass Sprache, Übersetzungen altern viel schneller als die Originaltexte. Manche Sachen werden nicht verstanden mehr. Also bei mir zum Beispiel bei Kinderbüchern war das, glaube ich, einfach von Kindern nicht mehr verstanden, gewisse Begriffe. Und das ist auch gut so. Ja? Und es ist immer die Frage, wegen der Zeit, oder? Achso, akustisch werde ich nicht verstanden, weil ich so in den Raum hineinspreche. Aber vielleicht lese ich ganz einfach meinen dritten Teil vor, weil wir sind wahnsinnig lang, wie Sie gemerkt haben. Das sind die Fleißaufgabe übernommen haben. Und so komme ich, also ich komme jetzt nochmal zu den Produktionsbedingungen, die scheinen mir nämlich eminent wichtig, über das alte Aussehen der Live-Tickers. Now is the time, bleiben wir im Jetzt. Das Jetzt bewegt sich heutzutage vorwärts, es ruckelt dabei noch etwas, aber sieht im Grunde immer gleich aus. Mit dem 11. September hat es angefangen. Plötzlich musste immer alles gerade passiert sein oder am besten erst passieren, let's update. Der 11. September, dieses einzige Ereignis, das mit seiner Datumsangabe hinreichend benannt ist, wurde insofern das erste Medienereignis, das sowas wie den Live-Ticker dahin gebracht hat, wo er heute sitzt, im Herzen der Medien. Er ist Ausdruck einer herrschenden und gleichermaßen festgelegten Gegenwart, die formal damals aus dem ständigen Update bestand und das in vergleichsweise traditionellen audiovisuellen Medien, dem Fernsehen, dem Radio, Zeitungen. Heute, wo wir uns ja lange genug mitten in einer Pandemie befinden, ist es zum ständigen Live-Ticker in Online-Medien mit den unterschiedlichsten Formaten geworden, die uns die Welt erzählen. Im steten Wechsel unterschiedlicher nationaler Verlautbarungen, die uns die Entwicklungsstände in den anderen Staaten preisgeben, supranationaler Pressekonferenzen der WHO oder des Robert-Koch-Institutes, der Ministerkonferenz der Länder, verstehen wir eins, da spielt die Musi, die wir hier so vergeblich suchen. Wir sind außen vor, die richtige Gegenwart, die mehr aus Gegenwartsmarkierungen besteht, kann behaupten, wirklich drin zu sein, im beschränkten Raum des Jetzt, an das wir nie wirklich präsentisch rankommen. Echte Gegenwartspräsenz ist heute immer eine Verbindung von dargebrachter Gegenwart und sich vollziehender Gegenwart. Nur was auf der Bühne stattfinden kann, findet wirklich statt. Und richtig, von diesem Ort kommt nichts, findet nichts den Weg raus. Was ist das für ein Jetzt, welches derart unoffen ist? Es kann doch nicht jenes sein, das literarisch interessiert. Sieht es nicht unendlich alt aus? Die Frage ist aber auch umgekehrt, kann man sich dem vollständig entziehen? Und was macht heute erzählte Gegenwart aus? Abfall für alle, wir erinnern uns an jenes Buch von Reinhard Götz aus den späten 90ern, Abfall für alle mit seinem additiven Prinzip funktioniert nicht mehr. Blasenwirtschaft aber auch nicht.
also das Leben der eigenen Clique als gegenwärtiger zu behaupten als das der anderen. Unter dem Motto, wir sind die Gegenwart, ihr nicht. Es wäre eine Behauptung der Coolness, des Hipstertums, früher einmal des Dandys, die gleichzeitig gegen ein Gegenwartskonzept des Mainstreams steht, dieses ausstreicht, negiert. Subversiv gegenwärtig zu sein, dem bürgerlichen Zwang ein Schnippchen zu schlagen, der neoliberalen Zeitmaschine, die ständig an die Mehrwertsteigerung denkt, ist nur noch als Pose des Rentiers möglich oder im radikalen Rückzug, der kaum Öffentlichkeit mehr kennt. Kairos, der offene Augenblick der Entscheidung, der stets auch Untergang bedeuten kann, müsste allerdings für alle denkbar sein, nicht nur für einen selbst. Es stellt sich also die Frage, wie diesem ökonomisch kodierten Gegenwartsknast zu entkommen ist. Es gibt ja Bestrebungen, seine eigene Gegenwart im postbürgerlichen Gestus zu finden, in Autofiktionalität die Parallelität von eigenem Leben und anderen Leben und Denkformen im Essayhaften, Nicht-Kohärenten zu suchen, wie Lola Randl oder Wolfram Lotz oder ganz anders Felicia Zeller, das gegenwärtig zu machen, den Literatur- und Kunstbegriff aufzubrechen, die eigene Faulheit, Beschädigtheit und Ambivalenz und jetzt hier die Schnupferei, nicht Corona, mitten hineinzunehmen und alles Mögliche zu unternehmen, vom Restaurantbetrieb über die Landkommune bis hin zu Künstlerkollektiven. Von größenwahnsinnigen Buchprojekten über Pseudoserien auf Trash-Niveau zur Low Art in den Kunstkontext geschleust bis zur uralten zentralen Intelligenzagentur. Das sind die unterschiedlichsten Antworten von Künstlerinnen und manchmal finden sie sogar politisiert in Klimacamps und aktivistischen Positionen statt. Und sie faszinieren mich. Wenn ich allerdings in der Vogelperspektive auf unseren lieben Literaturbetrieb blicke, nehme ich gewisse akzelerationistische Versuche, schneller als die Welt zu sein und als Erster anzukommen, aber auch Slow-Life-Bewegungen, alles herunterzubremsen, nur wie Spielarten eines Lifestyles wahr. Texte, die mit modischen Buzzwords und Hashtags bestückt sind, wirken schnell als nicht ernst zu nehmen. Meist haben diese mit Identitätspolitik zu tun und markieren Jugendlichkeit, also Jugend, die ihre Revolution auf diesem Feld macht. Und das ist das Kernthema im Kunstbetrieb. Das Neue kommt vom Jungen und das Junge ist der neueste heiße Scheiß, auf den der Theaterbetrieb und einen Tick weniger das Verlagswesen aus sind. Die reinste Tautologie. Wie gut, dass wir heute nicht in der Vogelperspektive auf den Literatur- und Theaterbetrieb sehen müssen und etwas sagen, jemand, der zwei Saisonen da war, ist schon nicht mehr jung und in der vierten Saison sozusagen altersunabhängig alt oder gar Schnee von gestern. Wir können hier Abstand nehmen von diesem Verdauungsorgan, das Künstlerinnen gierig frisst und wieder ausspuckt. Wir müssen nicht einmal sagen, vielleicht ändert sich da auch gerade was. Was sich gegenwärtig nicht ändert, ist die themenabhängige Juryarbeit. Die Schleusen der Geldvermittlung. Modische Themen im Moment, zum Beispiel Kolonialismus, Klimakrise, künstliche Intelligenz, die drei Ks, sind angesagt, obwohl ich heute Nachmittag einen sehr schönen Satz gehört habe von einer sehr, sehr großen Stiftung, wo es hieß, jetzt haben wir 3 Jahre Nachhaltigkeit gemacht, jetzt ist das Thema Subsahara. Man muss dazu sagen, ganz kurzes Fußnote, da geht es halt auch um große Kunstausstellungen und also weniger um Literaturbetrieb alleine, aber das ist natürlich in anderen Feldern noch viel relevanter, was wir hier besprechen, beziehungsweise viel zutreffender. Ja, natürlich sind es relevante Fragen der Zeit ohne Zweifel, nur sind sie in der realen Welt stets verbunden. Sie als Thema in Texte einzuführen, bedeutet auch, sich auf den Irrweg zu begeben, dass sich unter einer Unterschrift ein schon vorkartografiertes Feld finden wird. Es ist ja schon ein veritabler Fehler der politischen Rhetorik, Kolonialismus, Klimakrise und KI als Einzelthemen zu behandeln. Schreiben ist Arbeit mit Kontext, mit verschiedenen Sprachen, auch in verschiedenen Sprachen, mit verbundenen Problematiken und Feldern. Es ist niemals auf die eine Schlagzeile zu bringen und nur dann ist es interessant. Aber es kann nicht so tun, als wäre der Immediatismus, der habituelle Hang zur Plötzlichkeit, denken Sie an die vielen Menschen, die über ihren Handys gebeugt im sozialen Jetzt gerade sind, nicht auch der derzeitige Boden unserer Aufmerksamkeitsstruktur. Den Begriff des Zeitgeists gibt es nicht mehr, naja doch, wie Nadja Küchenmeister uns gelehrt hat, das ist ein Wort aus den 80ern, ein zurückgelassenes Wort unter vielen zurückgelassenen Wörtern. Wenn es heute heißt, dass man sich permanent zu Wort melden muss via Twitter, Snapchat, TikTok,
dann hat das was vom militärischen Rapport in sich, aber auch von der Haltung Kopf über Wasser. Es wird derzeit ohnehin viel geschwommen. Und natürlich gilt auch hier die Regel von der Netzwerkbildung, die auch im Wasser alles einfacher macht. Nur, und hier klingt doch der Gedanke des Zeitgeistes in seiner Oberflächlichkeit an, geht mich noch etwas jenseits des Netzwerks was an? Was wäre gesellschaftlich, diskursiv unser Common Ground, auf den sich jegliche Kritik beziehen könnte, die wir schon für die Produktion unserer Texte nötig haben? Ja, was hält diese Gesellschaft zusammen im Hier und Jetzt, jenseits dieser medialen Verschraubung? Und können wir das jenseits überhaupt denken? Und können wir auf diesen Gedanken verzichten, wie oft genug behauptet wird? So, basta. Zeitgeist. Ja, es hat mir natürlich auch großartig gefallen, also auch durch diese Medienkritik und vor allem, weil am Ende dann auch noch mal so eine, es läuft ja auf diese eine Frage am Ende hinaus, also was hält die Gesellschaft zusammen, also jenseits dieser medialen Verschraubung, was ist das? Und das ist einfach eine unheimlich wichtige Frage und ich weiß die Antwort nicht. Ja, da kommt dann doch noch das... ein bisschen Marxismus im Hintergrund mit den ökonomischen Produktionsbedingungen und dergleichen, aber das ist tatsächlich, ich glaube, man kommt eben, um jetzt wieder in unser Feld auch zu führen, man kommt eben nicht, genau, das hängt alles zusammen, man kommt da nicht so einfach davon weg. Man ist einfach nicht jenseits seiner Zeit und auch nicht jenseits seiner Produktionsbedingungen und auch nicht jenseits, und das, die Frage ist ja auch wirklich so, also mit dem Auftrag, fand ich eine sehr interessante Frage jetzt mit Vietnam-Gedichten und so, weil das kann schon sein, dass das wiederkommt. Oder das ist etwas, also ich habe selber mir zum ersten Mal, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben wirklich einen Auftrag erhalten. Es war vor 2 Jahren, also keinen Geschäftsauftrag, sondern einen ideellen Auftrag von einer Erdsystemforscherin, die wie eine Cassandra auf meiner Terrasse saß und gesagt hat, was wirst du der Jugend oder dein, so, du musst was machen. Wir als Wissenschaftler, wir kommen nicht rüber. Also wir können unsere, wir haben und wir haben das Wissen, aber das wird nicht gehört. Wir brauchen euch Künstler, damit das irgendwie ankommt, damit das die Leute begreifen. Ich fand das sehr erstaunlich, weil ich hätte meine Rolle gar nicht so groß eingeschätzt. Aber das ist tatsächlich etwas, was mich berührt hat, muss ich zugeben, und was ich auch auch irre also fand, aber es ist natürlich... Wissenschaftler waren bei Ihnen und haben gesagt, Sie müssen jetzt für uns das Sprachrohr sein, oder was? Wie habe ich das so verstehen? Ja, das klingt jetzt ganz verrückt, oder? Also ich habe auch gedacht, was ist da los? Was ist mit dieser Welt los? Ja, ja. Das ist, die kam nicht allein, muss ich zugeben, da war noch ein Dramaturg daneben und die haben was aufgelegt, was dann durch Corona, also das Theater des Anthropozäns gibt es in Berlin an der Humboldt-Uni, wir wollten was machen, Corona hat es platt gemacht, aber geht weiter, also dieser Auftrag, der blieb ja nicht einfach dann, also das ist ja eben kein Geschäftsauftrag, dass ich bei denen jetzt irgendwas machen muss und dann irgendwo, sondern ja, es ist ja etwas, was dann hängen bleibt und einen auch in gewisse Hilflosigkeit hineinschickt, weil man ja eben genau alles das schon abgehakt hat, dass das ja eigentlich nicht geht und irgendwie auch, auch etwas ist, was, ja, eben, dann kommt ein Vietnam-Gedicht am Ende bei raus, ja, um Gottes Willen, ja, will man nicht haben, ja, ist klar. Aber klar, es gibt schon so einen Druck da, Farbe zu bekennen. Wenn die Sache richtig und gut ist, weil Literatur ist oder Kunst funktioniert eben völlig anders. Also es geht ja nicht um die Haltung, die man hat vermitteln will. Also es ist, wie bei Roland Barthes schrieb, es ist wie wenn man mit 2 Strukturen gleichzeitig spielen würde. Also der Schriftsteller und der Schreiber, die er ja auseinanderhält. Ne? Der eine, der funktional schreibt und der andere, der Kunst macht. Und das engagierte Schreiben ist einfach problematisch. Ja, aber du hast recht. Ich habe ja. Das ist der Punkt und das ist die Krux, genau. Wir genau. Auch, schreiben können, das sag ich jetzt mal so blöd. Also, ja. Wenn wir die Grundlagen gerade abschaffen, richtig, gesellschaftlich, auf denen wir denken können, dann wird es, aber es ist quasi nicht, ich kann jetzt nicht einfach in die Richtung gehen, ja, sagen so, aber ich finde es interessant, wenn Leute es versuchen. Jetzt verstehe ich auch deinen Satz, glaube ich. Ich wollte mich danach fragen, du sagst nämlich, subversiv gegenwärtig zu sein, dem bürgerlichen Zwang ein Schnippchen schlagen, dann überspringe ich was, ist nur noch als Pose oder im radikalen Rückzug, der kaum Öffentlichkeit mehr kennt. Das hat mich total stutzig gemacht, weil ich dachte, es gibt doch eigentlich viele andere Möglichkeiten, radikal so gegenwärtig zu sein. Aber es beinhaltet für dich eben auch eigentlich das politische Denken, also dass die Gegenwart mit aufnehmen und auf irgendeine Art dich engagieren. Ich bin der Zeit enthoben,
Mich interessiert das überhaupt nicht mehr, was jetzt so, das meine ich damit. Also man, dieses ich halte mich da jetzt zurück, ich brauche das alles nicht mehr, dann muss ich entweder viel Geld am Konto haben und auch kein Interesse mehr haben, da mich oder mich. Leute, die sich zurückziehen und die, da ist auch nicht uninteressant, ja, aber es ist, ja, man ist dann in dem Moment dann schwer, ja? Kommt dann ein Einwurf. Die Frage nach der Relevanz der Literatur, die wird ja immer gestellt, die ist ja nicht neu und auch wenn jetzt Wissenschaftler kommen oder wer immer kommt und sagt, aber wir dringen ja damit gar nicht durch, wir bräuchten publizistische Unterstützung, um das alles zu leisten, was wir leisten, dann ist das ja völlig in Ordnung. Das hat es ja immer gegeben. Aber ich will bezweifeln, dass die Literatur wissenschaftliche Inhalte vermitteln kann. Das kann der Journalismus, das kann der, meinetwegen auch der Autor, der zum operativen Autor wird. Da gibt es Tretjakow, der also weggegangen ist vom Schreibtisch und dann hingegangen zur Aktion. Das ist alles uralte Sachen. Das hat es immer gegeben. Das war nicht der Auftrag. Ich will nur sagen, die Diskussion wird sein, aber in dem Augenblick, in dem man sich darauf einlässt, als Zulieferer für die zu arbeiten, verlässt man die Literatur. Das muss einem nur klar sein. Man kann diese Diskussion und alles, was damit zu tun hat, ist Teil des der Reflexion über Literatur. Die kann auch innerhalb der Literatur stattfinden. Aber ich glaube nicht, dass sie als Transportmittel für Inhalte in die Gesellschaft reinwirken kann. Das bezweifle ich. Ja, ich meine, ich finde das nicht so leicht zu beantworten. Also das ist etwas, ich glaube, ich gebe Ihnen recht, aber ich würde sagen, wenn man es nicht trotzdem versucht, dann ist es auch ein bisschen zu leicht genommen. Also es ist so, ich habe ja diesen Auftrag dann auch nicht in dem Sinn so erfüllt, aber für mich liegt da was anderes drin. Und ich weiß nicht, ich würde mein Schreiben nicht so begreifen, dass es mir nur darum geht, für mich mir selber zu genügen. Ja, also in dem Moment, wo ich mir nicht mehr selber genüge, habe ich sozusagen irgendwie eine Verbindung zu dem, was da draußen ist. Ja, aber das ist doch die Frage, wie mir selber genüge, das ist doch die Frage, welchen Anspruch habe ich an mich selber? Das ist doch die Frage. Also was heißt mir selber genüge, aber was soll denn das heißen? Die Frage ist doch, wie genau bin ich, wie richtig bin ich, wie literarisch bin ich? Das ist die Frage. Und nicht die Frage, ob ich mir, mich genüge mir selber. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Dissens, weil ich ja sehr stark im Theater schreibe. Ich habe nicht verstanden. Ich schreibe sehr stark fürs Theater oder viel fürs Theater. Und das Theater hat einfach eine andere Kommunikationssituation. Kenne ich, habe auch mal für Theater geschrieben. Ja, sorry, aber das kam jetzt nicht so an. Das ist ein Problem. Das Problem wird noch größer, wenn Sie fürs Fernsehen schreiben. Ja. Da haben Sie das Gefühl, die Redakteure lesen immer den Spiegel und das ist der letzte Spiegel. Da ging es also über, was weiß ich, irgendein großes Thema. Und das muss irgendwie auch im Fernsehspiel stattfinden. Und das ist klar, das sind die Erwartungshaltungen dieser Medien, dieser Sorte. Und dann ist die Frage, kann ich mich davon freimachen, kann mich nicht davon freimachen. Freimachen kann ich mich im Film sowieso nicht, im Fernsehen sowieso nicht, im Theater vielleicht, in der Literatur sollte man sich davon freimachen können. Jetzt müssen wir jetzt enden. Ich sehe schon nervös Thomas Geiger auf und hin und her rücken. Aber ich würde doch gerne Ulla Lenze das Schlusswort lassen. Ich wollte eigentlich noch irgendwie so vermitteln hier zwischen den beiden, aber es ist eine schwere Aufgabe. Aber ich glaube, ich tendiere auch hier in diese Richtung, dass ich auch denke, es gibt ja noch eine andere Verantwortung, auch wenn Sie jetzt widersprechen mögen. Aber ich denke auch, man sich selbst genügen, das ist ja so schnell nicht getan. Und in diesem Sinne bin ich gespannt, was die nächste Gruppe uns bietet. Also.
So, meine Damen und Herren, wir würden gerne weitermachen. So, jetzt kommt der Herr Sauer, dann geht es langsam wieder los. Ich freue mich auf das dritte Podium. Ich habe eine ganz furchtbare Ansage zu machen. Sprache im technischen Zeitalter ist seit 1961 ohne eine einzige Frau ausgekommen. Es gab nie eine Herausgeberin, es gab nie einen Redakteur. Es ist ein Skandal. Und das wird sich ändern irgendwann, ich bin ganz sicher. Deswegen freue ich mich über dieses Podium besonders. Ich freue mich über Ann Cotton, Ursula Krechel und Theresa Preauer. Eine Wien-Berliner Mischung. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das gehen wird, weil das drei sehr spannende Texte sind, die miteinander korrespondieren. Ann Cotton hat das letzte Buch bei Surkamp Bleophilia im Jahr 2019 veröffentlicht und den schönen Titel Fast Dumm, Essays von On the Road in der Starfruit, bei Starfruit Publications in Fürth in Mittelfranken. Da in der Nähe habe ich meine Buchhändlerlehre gemacht, deswegen freue ich mich besonders über den Verlag. Ursula Krechel, zuletzt sehr aufgefallen mit ihren historischen Romanen, zuletzt den Band Geisterbahn über die Sinti und Roma während des Nationalsozialismus und danach. Aber vor allem ganz aktuell ein neuer Gedichtband, auch bei Jung und Jung, bei Leibe und Zumute. Schließlich Theresa Preauer. Theresa Preauer war hier Stipendiatin vor acht Jahren, es ist furchtbar, also die Zeit, jetzt haben wir es wieder. Es erscheint oder ist schon erschienen Theresa Preauer über Ilse Eichinger 2021. Gibt es das schon? Ja, das gibt es. Erscheint jetzt zum 100. Geburtstag, also November. Deswegen war meine vorsichtige Frage, wird erscheinen oder ist schon erschienen. Und Das Glück ist eine Bohne bei Wallstein, auch in diesem Jahr in Göttingen. So, auch ihr verwaltet euch selber. Ich freue mich besonders auf diese Runde und ich weiß gar nicht, wer beginnt. Ja, schönen Abend. Spinning. Die Gegenwart sitzt am Rad und spinnt an einem roten Faden des Gegenwärtigen. Ich sehe ihr dabei zu und versuche, ein paar Meter des Garns zu erhaschen und mitzuspinnen. Man dreht dazu den Faden zwischen den Fingern, man zwirbelt ihn. Man überholt einen die Gegenwart und wird zur Zukunft, die immer vor unseren Augen liegt. Der gesponnene Faden spannt, ich möchte sein Ende nicht verlieren. Ich muss an Tempo zulegen und darf mich nicht umdrehen nach der Vergangenheit. Dabei habe ich das, was hinter mir liegt, noch nicht sortiert und geordnet. Ich möchte von einem Erlebnis berichten, das erst wenige Tage zurückliegt. Ich sitze selbst an einem dieser Räder und strample mit den Beinen. Neben mir stehen und sitzen 20 junge Frauen im Alter von 20 Jahren. Sie tragen Sneakers, Sporttops und transparente Leggings. Ihre langen roten Haare haben sie zu einem Dutt gedreht, diesem Haarknoten, der jetzt Mode ist. Sie strampeln mit mir im selben Raum. Er ist abgedunkelt, eine Diskokugel hängt von der Decke. Neonlicht blitzt auf und wechselt die Farben. Manchmal ist alles grell erleuchtet. Dann wieder verschwindet jede Kontur. Der Raum liegt im Keller und hat keine Fenster. Ein schneller Beat gibt uns den Takt vor. Vor uns, auf jenem Platz, der der Gegenwart gebührt, sitzt ein Trainer und dreht am Spinnrad. Sein Name ist Nathaniel, das bedeutet, Gott hat gegeben.
Gott hat ihm Durchsetzungswillen gegeben, eine laute Stimme, ein Mikrofon und einen trainierten Body. Nathaniel sitzt vorne auf seinem Rad und treibt uns an. Er trägt ein schwarzes Muskelshirt und sehr knappe Shorts, die seine Proportionen betonen. Nathaniel ist voller Elan, er führt die Gruppe an. Der Sport, den wir betreiben, heißt Spinning oder Indoor Cycling. Die Gruppe tritt in die Pedale und kommt doch nicht vom Fleck. Wir bilden einen gemeinsamen Radausflug ohne Ziel. Oder das Ziel ist es, 57 Minuten durchzuhalten. 57 Minutes, peitscht Nathaniel die Vorgabe ins Mikrofon. Seine coole Brille läuft an vom allgemeinen Dunst und persönlichem Schweiß. Das ist, was ich als Gegenwart empfinde. Wir strampeln und kommen kaum vom Fleck. Wir verschwenden uns, unsere Kraft, aber wir bauen dabei auch Muskeln auf. Kondition vielleicht. Die Tränen laufen mir über die Wangen. Ich steige in die Pedale und schwitze. Ich zweifle an meiner Rolle beim Supercycle des Lebens. Wer in dieser Situation, während sich die Räder drehen, an seiner sogenannten Rolle zweifelt, hat zu wenig Kraft für Supercycling. Ich trainiere täglich die Form beim Schreiben, Stil und Form, aber ich bin nicht in Form an diesem Abend beim Gruppentraining. Die jungen Frauen geben gerade alles. Sie schwitzen und sie blicken nicht nach links und nicht nach rechts. Sie fragen Nathaniel nicht, ob auch er Zweifel an seiner Aufgabe hat. Es gibt diesen stillen Moment gar nicht beim Spinning, um spinnerte Fragen zu stellen. Wer pausiert, kommt aus dem Rhythmus, sitzt im Dunkeln. Es gibt kein Mikro für Zweifel und für Fragen. Es gibt ein Mikro für Nathaniel, um Anweisungen zu geben. Wir sollen beim Treten aufstehen und uns nach vorne lehnen. Wir sollen dabei die Hände auf den Lenker legen oder sie wieder vom Lenker nehmen. Nathaniel spielt jetzt Madonna und Rihanna. Das soll uns pushen, uns motivieren, noch mehr zu geben. Nathaniel schreit die Titel der einzelnen Songs ins Mikrofon. Echt jetzt, frage ich still in Gedanken, Madonna und Rihanna, soll das die Gegenwart sein? Als das Training beendet ist, frage ich mich, ob ich wiederkommen werde, ob ich nicht diese Gegenwart sich selbst überlassen soll. Eine Stunde lang streife ich zu Fuß durch die Nacht, mache Umwege. Ich bin noch nass vom Schwitzen im Keller bei Supercycle. Ich krame also nach dem roten Handtuch in meiner Sporttasche. Als ich es herausziehe, bleibt ein Faden des Frottee-Stoffs am Schlüsselbund hängen, ein langer roter Faden. Ich ziehe daran und er wird länger. Und er lässt sich nicht und lässt sich nicht abreißen. Danke. Ich würde den Faden gern aufgreifen, weil ich finde, dass also textile Metaphern in Bezug auf Texte sind nichts Neues und sie tauchen immer auf, aber ich finde, es ist immer wieder was draus zu holen. Zum Beispiel, wenn man das Stricken, Häkeln und Frottee-Weberei ist ja Weberei, wo halt noch Schlaufen drin sind, oder? Kannst du noch was dazu sagen zu den Specs, technischen Specs dieser Metapher? Das ist eh schon viel gesagt, liebe Ann Cotton, würde ich sagen. Ich weiß nicht, es ist natürlich, ich glaube, der Faden des Gegenwärtigen und der, der sich so spannt, weil vielleicht das, was da an uns zerrt, schneller ist als wir. Das wäre ja auch so etwas, was auf das Bezug nimmt, was vielleicht in den Panels davor in Diskussion stand. Also gibt es da sowas wie die Gegenwart und wir als Gegenüber oder wir als die, die da gezogen werden oder dagegen ziehen? Vielleicht ist es auch eine Vereinfachung, da so einen Antagonismus zu bauen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass literarische Texte trotzdem so etwas machen, wie durch ein Bild vielleicht Erkenntnis zu bringen oder Fragen zu stellen und weniger etwas, was ja im literarischen Text auch oft abverlangt wird, nämlich ein Debattenbeitrag zu sein. Also ich denke, literarische Texte sind literarische Beiträge und ab dem Zeitpunkt, wo sie sich als Debattenbeiträge eignen, ordnen sie sich unter dem, was von einem Zeitgeist, was durch den Zeitgeist verlangt wird, aber gleichzeitig glaube ich auch, dass wir innerhalb dieser oder auf dieser Erde, die rund ist, uns alle gleichzeitig befinden und wenn wir Literatur und Texte und Nachrichten rezipieren, einen gemeinsamen und auch unterschiedlichen, aber Rezeptionshintergrund haben, von dem wir uns dann lösen können, mehr oder weniger, also den Faden lockerer lassen oder wieder fester spannen. Das Rad ist ja in diesem Fall auch ein Hamsterrad. Es ist ein,
Es ist ein rasender Stillstand in diesem Text, der durch diesen roten Faden, der rote Faden des Erzählens natürlich eben auch immer wieder aufgehoben oder weggezerrt wird. Der rasende Stillstand im Text ist ja im Grunde genommen hier das Gegenteil von dem, was Katrin Röckler dargestellt hat oder exemplifiziert hat. Hier ist eine, ja, hier ist eine Art von fast verzweifeltem Vergnügen oder vergnüglichem Zweifel, so möchte ich es eher umgekehrt, an dieser selbstgewählten Rolle in diesem Kollektiv der Schwitzenden, im Kollektiv der freiwilligen Sklavinnen dieses Sportjunkies. Das ist sehr interessant, dass einfach klar ist, dass Schreiben individualisiert sich und muss sich individualisieren in jedem Satz oder jedem Wort. Und hier ist dieses Vergnügen ist einfach Helotin des eigenen Körpers, des eigenen, vielleicht des Körpergefühls, des Zeitgeistkörpers, so würde ich mal sagen, des weiblichen Zeitgeistkörpers zu sein. Ja, mir fällt jetzt ein, halb zog sie ihn, halb sank er hin. So, es hat auch etwas damit zu tun. Also ich glaube, dass dieses sich entziehen und trotzdem das Wahrnehmen, was um uns passiert, also mich interessiert das ja auch unglaublich, was es so an Debatten gibt. Gleichzeitig kotzt es mich wahnsinnig an. Ich habe aber auch meine Meinung dazu. Ich interessiere mich aber gleichzeitig nicht dafür, Meinungen rauszuposaunen, außer auf eine literarische Art und Weise, die ja auch irgendwie fies ist, weil sie sich immer auch verkleidet und entzieht und eben irgendwie auch schlauer sein will als der Journalismus zum Beispiel. Ne? Ist der ja auch unbedingt. Das setze ich voraus. Das wird uns heute hier niemand widersprechen im literarischen Kolloquium. Ja. Aber das fand ich so klasse, darauf wollte ich es, glaube ich, so hinaus, an der Metapher, dass der rote Faden eben aus der Desintegration oder aus der Dekonstruktion auch kommen kann, was sonst nicht so in der Metapher des roten Fadens präsent ist, glaube ich. Und das aber auch, wenn man genauer hinsieht, das Weben und das Stricken und so weiter, das sind Methoden der Verwirrung, aber einer sehr systematischen und sehr symmetrischen, musterorientierten Verwirrung. Und die eben ermöglicht, also, und das Spinnen wiederum, auf das Spinnen verweist, geht aus dem 3D oder 2D, wenn es gut gekämmt ist, in so einen Moment des 1D, der wieder sozusagen verwickelt wird. Also es ist immer wieder diese Übersetzung zwischen 3D-Formen zu dieser Eindimensionalität der Gegenwart und dann wieder für die Zukunft in eine neue Form zu bringen. Und da, also ich werde noch weiter, noch lange von deinem Text wahrscheinlich träumen. Ja, vielleicht sage ich noch abschließend, das sind auf jeden Fall Begriffe, die da für mich auch relevant sind, Dreidimensionalität und Zweidimensionalität und diese manchmal auch die Behauptung des Zweidimensionalen, so wie das Bild behauptet, Welt zu sein oder Leben zu sein, ist der Text Schrift und zeigt, dass er Schrift ist und behauptet doch Fleisch zu sein und glaubt immer, er hinkt hinterher der Natur oder dem Leben. Und ich glaube, das hat was damit zu tun mit der Selbstbewusstsein, mit dem Selbstbewusstsein des literarischen Textes, dass er, dass der Buchstabe als Buchstabe relevant ist, zum Beispiel. Ja. Vielleicht sollen wir, nachdem wir hier diese moderierende Aufgabe auch übernehmen sollen, vielleicht gehen wir zum zweiten Text über Ursula Krechel. Mein Text heißt Rolling 70s, also nach dem Spinning Rolling. Muss ich polemisieren? Will ich eine Heerschau halten, weinen, anklagen, schimpfen, mit dem nackten Finger auf angezogene, anziehende, anmaßende Männer zeigen, die sich für das Maß aller Dinge hielten. Ich wollte, seit ich schreibe und will weiter auf dem Papier, in den Zeilen und dazwischen einfach tun, was ich für richtig halte, ja auch in Ruhe gelassen werden bei meinem Tun. Und trotzdem möge es doch ein aufgespanntes Netz unter meinem Seil geben, auch Sport, oder zumindest einen erreichbaren Notarzt, wenn ich herunterpurzle. Tauche ich in mein Archiv und auch in meine Erinnerung, sehe ich, wie in den 70er Jahren geholzt wurde, mit Eiswürfeln geschossen und häufig auch routiniert gezielt wurde. Das tat weh.
Ich erinnere mich an ein Verlagstreffen, bei dem eine Auseinandersetzung über ästhetische Positionen zwischen einem Autor der Wiener Gruppe und einem sogenannten engagierten Autor fast in einer Prügelei geendet hätte. Wie viel subtiler die Auseinandersetzungen geworden sind. In Sammelbesprechungen von Lyrikbänden wurde zunächst einmal die Frau ad acta gelegt, um dann zum bedeutsameren Teil überzugehen. Flurbereinigung, Marktbereinigung, Ellenbogen herausgefahren, hier komme ich. Fallen, gefallen, gefällt werden. Nicht der Täter ist schuld, das Opfer hat sich eben unklugerweise ins Blickfeld gestellt. Sei doch nicht so empfindlich, sagt der mindere Romanautor zur Lyrikerin, der Wörtermund offen stehen bleibt. Empfindlichkeit für Töne, Empfindlichkeit für Rhythmen, auch für klirrende Zusammenstöße, Empfindlichkeit für die Zeit, ihre Vergangenheit und ihre zukünftigen Möglichkeiten. Ich sage hier nicht utopischen Möglichkeiten, doch ich wünschte mir, es sagen zu können. Wünschte es im Imperfekt und auch im Konjunktiv. Utopie, ein Fremdwort aus den 70er Jahren im Schatten der Topoi des dystopischen Denkens der Gegenwart. Ist das lustig? Ich wusste gar nicht. Ein Stipendium erst nach dem vierten Buch, keine Preise, Auftritte waren ungleich seltener als heute. Evangelische Studentengemeinden, Kneipen mit Wortanschluss und Zapfahren oder die Einladung als schmückendes Beiwerk, eine Bewährungsprobe. Zustimmung kam von den Literaturredakteuren im Rundfunk. Einer hieß Jürgen Becker, der andere Rolf Haufs. Wiederholt baten sie um 30 Minuten Gedichte, selbstverständliche Mäzene, als die öffentlich-rechtlichen Anstalten ihren Kulturauftrag wörtlich nahmen und angemessen honorierten. Zustimmung kam auch von einem Taschenbuchverlag, der eine erweiterte Neuausgabe meines ersten Lyrikbandes herausbrachte. Doch ich erinnere mich auch freudig an ein Lyrikfestival in einem Fährhaus in Hamburg. Menschenmassen wie beim Popkonzert. Das Fährhaus wurde kurz danach abgerissen. Heute müssen AutorInnen vom ersten Buch an mit denen, die ein langes Leben lang veröffentlicht haben, Schritt halten, konkurrieren, sich professionell gebärden, Interviews geben, ihr eigenes Reisebüro führen, ihre Sekundärtugenden pflegen. Ich unterschätze die Arbeit, die Ihnen zugemutet wurde, nicht. Auch nicht die immense Beschleunigung, die Notwendigkeit, sich nach außen zu wenden, ja zu stülpen, untersteht der Beobachtung der Stipendiengeber, Juroren zu stehen und die Bitternis, möglicherweise schnell verschlissen zu werden oder schon verschlissen worden zu sein. Auch SchriftstellerInnen wachsen nach, der Markt ist gefräßig und es geht hier irgendwie. Es gab kaum Orte des Nachdenkens über Poetologie. Seit wann gibt es hier im literarischen Kolloquium den Tunnel über der Spree? Vielleicht seit Anfang der 80er Jahre. Doch hier stand das einzelne Werk, die Detailaufnahme im Vordergrund. Und was folgt daraus? Was ist jetzt? Was ist literarische Gegenwart? Das Feld ist offen, auf eine irritierende Weise demokratisiert, enthierarchisiert. Aus Nischen sind Lounges geworden. In die Netzwerke strömen schillernde Fische. An den zugigen Bahnsteigkanten stehen Agenten und Agentinnen und stecken den Reisenden Visitenkärtchen und Platzkarten für den Literaturbetrieb zu. Wir leben in der besten der möglichen Welten. Hoppla, wir leben noch. Ad multos annos. Der Abschluss ist ein Gruß an die Zeitschrift oder an den Literaturbetrieb oder an die Literatur, eine Hoffnung oder ein verzweifelter Wunsch. Ja, es ist schon, der ganze Gestus ist ja doch geprägt von einem, ja, von einer Ambivalenz, indem ich ein paar Schreckensnachrichten mal zusammengefasst habe. Thomas sprach ja auch davon. Und andere, das einfach klar ist, die Gegenwart ist ja bedrängend. Und deswegen auch ad multos annos. Mich interessiert ein bisschen das Verhältnis, also innen und außen sind ja Begriffe, mit denen ich zum Beispiel nicht so viel anfangen kann, aber ich weiß, dass sie präsent sind und dass sie auch wichtig sind. Und auch wenn es andere Wörter sind, ich kann zum Beispiel nur alleine schreiben, sehr alleine, und gleichzeitig brauche ich die Hallräume von vorgestellten Publika und die haben einen immensen Einfluss. Also
ich merkte es manchmal zu spät. Wenn ich für die Zeit schrieb, bekam ich eine Paranoia, dass da lauter so bisswütige Bassethounds oder sowas auf mich lauerten als Leserschaft. Und wenn ich in die ehemalige Rumbalotte jetzt Watt gehe, merke ich plötzlich, an diese Leute habe ich gedacht. Wenn sie meinen Humor verstehen, dann habe ich alles richtig, habe ich es richtig gemacht. Also diese Gesellschaftlichkeit finde ich auf subtile und hintergründige Weisen total wichtig. Und ich habe mich jetzt einerseits ein bisschen gewundert, wie dieses in Ruhe gelassen schreiben können oder das Innen gegenüber einem vielleicht feindseligen Außen wichtig war, wo ich eigentlich ihr Schreiben so als sehr, mit sehr viel interessanten Informationen und Recherche gefüllt kenne. Und da wollte ich eigentlich fragen, ob sich dadurch die Veränderung der Medien über die Zeit ihrem Gefühl nach etwas verändert hat, vielleicht in einer Konzeption von innen und außen oder überhaupt einer Fähigkeit, so etwas in solchen Terms denken zu können. Das ist eine sehr schwierige Frage. Sicherlich haben die Medien sich sehr, sehr verändert. Für mich ist es möglicher geworden, in längeren Terms zu arbeiten, auch, ja, ich sag mal, Ruhe zu bewahren. Aber die Vorstellung, dass das Werk, dass das Gemachte einfach auch Zeit vielleicht den Rücken kehren muss, ohne eben, wie das eben so eben wurde, das sehr apodiktisch gesagt, das meine ich überhaupt nicht, sondern ich meine einfach, dass mit Zeit arbeiten oder über große Zeitabstände oder mit historischen Stoffen zu arbeiten, auch heißt, die Bedeutsamkeit umzukehren, die Gegenwärtigkeit negieren zu müssen. Und das ist kompliziert einerseits, aber auch notwendig. Ich habe manchmal die Vorstellung, schaudern und dann habe ich wieder ein Röschen geschlafen, aber ich habe ja etwas getan. Und diese Doppelläufigkeit von Zeit empfinde ich manchmal als sehr, sehr schwierig und auch interessant, weil es laufen sozusagen zwei Zeitachsen nebeneinander. Was ich mich auch gefragt habe, ist, ich würde sagen, du beschreibst ja da auch etwas eben in Bezugnahme auf die 70er Jahre, das könnten wir ja auch als Zeitgeist benennen, also vielleicht so etwas wie früher wurde mehr offen gestritten und gepöbelt, es wurde fast körperlich, es kommt dazu fast zu einer Prügelei. Ich kann das auch verstehen aus Sicht der Wiener. Natürlich nicht gegen die engagierten Autoren. Naja. Und insofern nochmal, vielleicht können wir auch nochmal versuchen, diesen Zeitgeistbegriff uns zu nähern einer Definition. Also den jetzt unabhängig davon, ob wir uns des Zeitgeists annehmen oder ihn ablehnen, für mich ist das ein sehr nostalgischer Begriff, der vielleicht auch in den 80ern schon nostalgisch gebraucht wurde und was anklingen ließ. Ich glaube auch nicht von ungefähr, dass Nadja Küchenmeister es eben amerikanisch oder englisch ausgesprochen hat, obwohl es ja ein deutsches Wort ist. Also das Zeitgeist, was anderes bedeutet als Zeitgeist. Und eigentlich sowas ist wie so ein Begriff, der auf so Totebags jetzt gedruckt wird, die man vielleicht in New York herumträgt. Und da stehen aber auch Begriffe wie Feminismus gerade drauf oder Klimaschutz steht da vielleicht auch drauf. Also ich glaube, es ist so... Es war vielleicht immer schon, auch in den 80ern schon, so ein auf Taschen gedruckter Begriff. Oder ist es, was ist es noch? Ist es was Atmosphärisches mehr als Mode? Es war jetzt auch vorher in der Diskussion ein Gegenbegriff der Markt. Also es wurde dann fast Zeitgeist mit Markt als Synonym gebraucht. Wie würdet ihr den versuchen zu definieren? Ist der überhaupt brauchbar? Soll man wegwerfen? Ich finde den Begriff insofern schwierig zu benutzen, weil er
ja, für mich gehört eigentlich auch eher in die 80er Jahre. Und das heißt eben, es jetzt nostalgisch zu benutzen oder es eben als ein Begriff, der Rost angesetzt hat oder eben Rost anzieht im Grunde genommen. Vielleicht ist er deswegen auch wie das Wort Kindergarten in die USA gewandert. Aber das eher, nehme ich mal ja, an, oder? Ja, ich weiß genau, man müsste schauen, ja, wann der Begriff auftauchte. Aber ich denke, an etwas anderes, dass man ja durchaus im positiven Sinne auch Texten, es war eben so etwas, wurde das so abschätzig gesagt, man merkt ja Texten im positiven Sinne auch an. Wenn wir den ganzen Expressionismus angucken, das Beste ist halt zwischen 1910 und 1913 geschrieben worden. Und das merkt man den Texten an. Und es ist glücklich, also es ist glücklicherweise durch den Ersten Weltkrieg gibt es dann diese Zäsur, aber es ist glücklich, dass man diese Texte so genau datieren kann. Und ob man das jetzt ein Zeitempfinden nennt oder vielleicht im Nachhinein auch Zeitgeist nennen würde, das weiß ich nicht. Aber insofern ist diese Art von dass Texte in einer Zeit sitzen oder eben einer Zeit aufsitzen, ja etwas total Richtiges. Dass man einem Text ansieht, er ist in diese Situation gezielt, das finde ich sehr richtig. Ich mag den Begriff, weil er diese schillernde Zweideutigkeit, oder mir kommt er vor wie so eine magische Keule, die im Raum hängt und man muss erstens schauen, dass man das am richtigen Ende davon als Erster zupackt und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, die Schlagrichtung umzudeuten. Also für manche ist es ein Schimpfwort, offensichtlich haben wir gehört, und für andere ein Lob und zwar im ein und demselben Text. Und das macht es doch einigermaßen interessant, finde ich. Also inhaltlich gesehen finde ich, ist eine sehr, also eine wichtige Frage und eine nie zu Ende beantwortbare Frage. Aber wenn ich mich so zum Beispiel frage, warum ich mit Texten nicht weiterkomme, dann hat es manchmal damit zu tun, dass ich zu wenig spazieren gegangen bin, ziellos in der Stadt. Und genau dieses planlose Horchen und Schauen und ist für mich die Methode, um sich einem Zeitgeist oder wie man es auch nennen möchte, zu nähern, also zu die eigenen Verhältnisse zu diesen ganzen historischen Schichten, aus denen die Gegenwart besteht, immer wieder neu zu befragen, während man selbst altert und die Stadt altert und neue Leute nachkommen. Und das ist natürlich unendlich interessant. Und also natürlich ist es uninteressant, wenn so ein Begriff fest und mit einer anmaßenden Determiniertheit verwendet wird. Das spürt man schon die Ignoranz oder so eine Art Plumpheit darin. Aber in dem Begriff steckt schon, glaube ich, sehr viel an wichtigen Fragen. Da geht es ja auch darum, ob Texte miteinander ins Gespräch kommen. Und das ist wieder was, wovon ich ja überzeugt bin. Das ist ein Glauben, dem ich anhänge, dass Texte auch über die Zeiten hinweg, also diachron miteinander ins Gespräch treten, wobei das kein Dialog ist. Aber es gibt Bezugnahmen und das ist für mich das, was im literarischen Schreiben wichtig ist. Und da ist vielleicht der Zeitgeist dann doch etwas, der immer wieder so seinen Faden irgendwo legt und man anknüpfen kann gegen das Verschlissenwerden, das in deinem Text vorkommt. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass es über Texte hinausgeht. Also es gibt diese Texte, diese Textwelt, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man auf Architekturformen, auf Trends in der Mode tatsächlich Bezug nimmt oder Aufmerksamkeit wendet und das auf eine Weise reflektiert. Und das finde ich interessant und deswegen auch Geist oder Gespenster. Also es wurde ja, während Zeitgeist aus der Mode kam, wurde es Mode von Gespenstern zu sprechen. Also so viele Bücher zu Gespenstern erschienen. Und das finde ich auch, vielleicht ist es besser, vielleicht sind Gespenster eigendynamischer oder unberechenbarer oder naturmachtmäßiger als Geist. Geist hat doch so was Mitteleuropäisches vielleicht oder Eurozentristisches oder auch nicht. Also vielleicht sind die größten Hegelianer mittlerweile in Middle West Universitäten. Aber wenn man von Gespenstern spricht, dann hat das lokale, lokalreligiöse Logiken, die man erstmal in Erfahrung bringen muss, bevor man so pauschal über sie sprechen darf, glaube ich. Also vielleicht ist das ein Fortschritt, dass wir über Gespenster reden. Das würde uns dahin bringen, die
die Zeit, die Gespenster sind ja eigentlich zeitlos oder sie sind eben aufscheinend. Also jetzt kommen wir schon fast wieder zum Benjaminschen Engel zurück. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Kunstgeschichte oder ich sag mal das Antiquitätenwesen mit dem Thema Zeit eigentlich auf eine sehr vernünftige Weise umgeht. Es gibt im Englischen den Begriff des Period Pieces. Und das Period Piece ist eben im Antiquitätenhandel nicht das superschöne Möbel, was einfach ins Museum gehört, sondern ein Stück, was für die Zeit spricht, was sehr ordentlich ist, was man kaufen kann, was auch seinen Preis hat, aber eben nicht herausragend ist. Und ich finde, das auf die Literatur zu übertragen, eigentlich mal einen ganz vernünftigen Begriff, dass man sagt, es muss nicht alles immer durch die Decke schießen. Es kann etwas richtig sein zu einem Zeitpunkt. Es kann, ich meine jetzt gar nicht mit, auf den Markt schielen, sondern eben, dass ein Text zu periodisieren vielleicht ist und dass er in eine Zeit gehört und diese Zeit ihn umarmt und eben auch geboren hat. Das würde ich ganz neutral als einen Zustand eines Textes sagen wollen, gegen den man überhaupt nicht sagen kann. Jetzt von Qualitäten erstmal abgesehen. Wollen wir zu Ann Cottons Text kommen? Okay, ich hatte irgendwie das als hauptsächliches Stichwort diese Frage nach dem Experimentellen aufgegriffen, was jetzt irgendwie ein bisschen ein thematischer Sprung ist. Aber vielleicht öffnet es die Frage, manchmal, vor allem in Deutschland, wird behauptet, das Experimentelle oder die konkrete Poesie sei eine Fußnote der Geschichte oder so etwas in solchen Dimensionen, während es für uns oder für mich, sage ich mal, eine Messlatte ist, die weiterhin relevant ist und nicht zu hintergehen oder nicht zu unterschreiten. Das wäre vielleicht die Frage. Bei der Vorstellung, Beschreibung meines Schreibens gab es oft ein Missverständnis, das besonders schwierig zu beheben war, weil mein Einspruch dagegen, die Vorstellung, die aus meiner Sicht falsch war, zu bestätigen schien. Es wurden Vokabeln wie frech oder rebellisch benutzt, Phrasen wie schreibt gegen herkömmliche Vorstellungen an, verweigert etablierte Sichtweisen, oder arbeitet mit Brüchen und bricht mit Erwartungshaltungen. Aus meiner Sicht waren die herrschenden Paradigmen und geläufigen Erwartungshaltungen, gegen die ich angeblich meine Tätigkeit ausrichtete, schlicht irrelevant und ästhetisch unbrauchbar. Nicht einmal im Negativen würde ich meine Arbeit von ihnen beeinflussen lassen wollen. Was solche Idioten denken, ist mir Schnurz. Ich schreibe nur für die Verständigen und Subtilen. Und wenn ich an eine Wirkung beim Rest denke, dann wünsche ich, dass sie sich gedemütigt fühlen sollen und alle die von ihrem Gequatsche gequälten, von tyrannischer Ignoranz zerschundenen Seelen fortan mehr respektieren und in Ruhe lassen. Also, ich biete sogar das Zuckerbrot an, dass sie, wenn sie nur zugeben, dass sie auch subtile und offene Wahrnehmungen haben, große Vergnügen mit meinen Texten erleben könnten. Nach längerer Beobachtung kann ich nicht mehr die diplomatische Sichtweise darauf halten, dass diese Irrtümer unschuldige wären. Auch wenn im Einzelnen Ahnungslosigkeit, Ignoranz oder Indolenz dahinter stecken mag, strukturell ist es für Herrschende, zum Beispiel herrschende Paradigmen, ganz wichtig, Widerstand, Widerspruch, Gegenmeinungen als ohnmächtige, vielleicht jugendliche Rebellionen klein zu halten. Ja, ein steter Strom an Protest, der sie wie eine pompöse Schleppe begleitet, gehört zu ihrer Pracht und ihrer Würde. Gäbe es nicht den strudelnden Marginalienfluxus von Punks, Fräuleinwundern, leider wahnsinnig werdenden Dichtern nie, schwierigen Künstlern nie und so weiter, würde etwas Atmosphärisches fehlen, wie einem dicken Schiff die Möwen und die Bugwellen fehlen. Diese Rolle des Marginalen ist sehr leicht einzunehmen und auf Dauer tödlich. Ebenso tödlich wie die Institutionalisierung. Ich weiß, sterblich sind wir sowieso, aber wir könnten die zerstörerische Kraft unserer Rohstoffverbrennung besser koordinieren. Wahrscheinlich habe ich mich gegen diese systematisch marginalisierenden Beschreibungen des Experimentellen eigentlich nicht genug distanziert. Und das mag damit zusammenhängen, dass man, dass sie manchmal mit Preisen einhergehen. Da ist es sehr unhöflich, sich allzu sehr zu beschweren. Und es steht dann mir auch nicht zu, bestimmen zu wollen, als wäre man der arbeitet oder gesehen wird.
In Wien war das experimentelle Schreiben, wie erwähnt, Standard und hoch angesehen, wenn auch ignoriert. Diese soziale Atmosphäre machte einerseits schwer, leichthin abzutun, was da passierte, wie es in Deutschland oft passiert und wo mir die Respektlosigkeit wirklich wehtut. Es war aber auch schwer, unbefangen damit umzugehen. Es gab eine hohe Schwelle, das war aber auch das Verführerische, das Anstachelnde daran. Du musstest wie bei Jazzgrößen als Neuling dich eine ganze Weile einhören, beobachten, still lernen, bevor du wagst, selbst mitzumachen. Leute, die das unterschätzen und einfach mit ihrem Shit reinplatzen, tun eben ästhetisch weh. Strömen diesen Gore-Tex-Anspruch aus, überall hintrampeln zu dürfen im Namen der Freiheit, die in Wirklichkeit Ignoranz ist. Wenn du kapieren würdest, was hier läuft, hättest du Scheu. Nichts Schlimmeres also, als wenn ältere, sehr subtil und einzigartig arbeitende Kolleginnen von irgendwelchen Fernsehfritzen und Journalistinnen denin, regelmäßig in Halbsätzen abgetan werden. Ich benutze polnisches Gendering und komme meistens damit zurecht. Fritzen ist genderneutral gemeint. Durch die Würdeschicht kann man sich als jüngere Rezipient nie durchbeißen, auch wenn man manchmal am Ende desillusioniert ist, auch wenn man sich jahrelang an Wizards of Oz von überlebensgroßen Heroinen der experimentellen Kunst orientiert hat und Desillusionierungserlebnisse erlebt. Immerhin ist man selbst daran erzogen worden und so bleibt die Kulturform gewissermaßen als Umriss des Ideals, den die Jungen noch nicht erreichen und die Alten nicht mehr. So funktioniert sozusagen, was man Schwarmperfektion nennen könnte. Ab der Desillusionierung fehlen leider die Sterne und deswegen kriegt man diese Form als ältere Schreibende nicht mehr zusammen, möglicherweise. Also manche schon, aber ich tue mir sozusagen immer schwerer, je besser ich die Gegend ausleuchte. Deswegen heißen Ahnen wohl Ahnen. Ihre Erscheinungsform ist in den Köpfen der Nachkommen, da aber von höchster Wichtigkeit. Ahnen muss man ehren und das ist eine Sache höchster Präzision und Projektion. Oder präziser Projektion, wie man bei jedem Beamer beobachten kann. Scharfstellen, die Ränder. Aber zum Inhalt des Experimentellen, was ist es eigentlich? Nein, falsche Frage. Das Eigentliche gibt es nicht, Inhalt sowieso nicht, alles nur Formen. Humus von anderen Formen. Kein Material ohne Charakteristika denkbar. Diese sind eben die Form, die nicht ohne Material zustande kommt oder denkbar ist. Aber was heißt das experimentell? Es gibt viele Beschwerden über diesen Begriff. Ich finde ihn eigentlich ganz gut. Er hat eine Bedeutung, die sich erst in Zeit und in Tun entfaltet. Es geht nicht ohne Erosion und Deformation der tätigen Person, wie jeder Lernprozess. Das ist nicht ein Besserwerden. Es ist ein Speziellwerden, ein Verfeinern und ein Absterbenlassen von Alternativen, ein Sich-Ausliefern an diese Verfeinerung, an ein paar Ideole, Ideen, Gerüche, Ahnungen, an die man glauben kann oder das meint. Träume, die vielleicht verschwinden, wenn man selbst mit dem deformierten, träumenden Körper ihre Form angenommen hat. Sprache ist allgemein. Ich begehre sie aus diesem Grund. Die Neigung zeigt meinen Wunsch, die eigenen Idiosynkrasien zu verallgemeinern, davon zu lernen, die Idiosynkrasien zu beruhigen. Das heißt aber sterben. Langsam sterben ist wohl der Weg. Je mehr du stirbst, desto weniger bist du für Lebende lesbar, wenn du auch für Algorithmen, die von Strukturen instruiert werden, lesbarer wirst. Ich bin bei diesem faszinierenden Text an einem Wort hängen geblieben, der Hochgemutheit oder auch der Gewissheit, dass im Experiment ja eine Offenheit ist oder eben auch eine Notwendigkeit ist. Also ich bin an dem Begriff Desillusionierung hängen geblieben, der mir in diesem Zusammenhang wie eine Art von, ja, ein schwarzes Loch vorkam. Und ich wollte dich gerne wissen, ob in diesem Prozess der Hochebene, so möchte ich sagen, der Hochebene des Experiments, was für dich dieser Begriff bedeutet, weil es wäre schade, wenn er sozusagen in die Tiefe ginge, also ein schwarzes Loch.
Ich glaube, er hat mehrere Aspekte. Also zum einen bin ich ja immer noch im Prozess zu versuchen, auseinanderzudröseln, was, also in meinem Begriff jetzt des experimentellen Schreibens, der sehr weit ist und der eher so eine Art Haltung, also es gibt Punkte wie, es geht bei der Literatur um Erkenntnis, das wird groß geschrieben sozusagen in diesen Kreisen. Und dann gibt es verschiedene spezifische Charakteristika, die für mich so zum Flavor gehören, die aber vielleicht nicht unbedingt zur Definition gehören müssen, zu einem experimentellen, das auch ganz anders sein könnte. In der Wiener Gruppe zum Beispiel, man könnte Oswald Wiener fast als Desillusionsporno oder sowas lesen. Es gibt immer wieder so eine etwas Zynisches, und dann um dann erst wieder in Pathos zu sich selbst zu stürzen, und das auch opportunistisch verwendet wird, und wo man diese Gruppe auch in ihrer machistischen Eigenschaft oder in ihren sozialen Spielchen durchaus unsympathisch finden kann. Und gleichzeitig bin ich zum Beispiel, und nicht nur ich, auch angezogen und fasziniert von genau diesen zynischen Spielchen oder diesen immer wieder mise en abîme, noch einmal mise en abîme. Und vielleicht geht es auch darum, die Angst vor dem Fallen zu verlieren oder überhaupt Angst zu verlieren bei diesen Experimenten, die in dem Fall, und das ist, glaube ich, auch für mich sehr wichtig, immer Experimente unter vollem Einsatz des eigenen Lebens, der eigenen Zurechnungsfähigkeit waren. Wobei es wohl Sicherheitsnetze gab. Viele hatten reiche Ehefrauen zum Beispiel, das war ein beliebtes Sicherheitsnetz. Oder wenigstens Frauen, die ein Spiegelei kochen konnten, das kann auch manchmal genügen. Es hat viele Aspekte, dieses Experimentelle. Und manchmal frage ich mich, ob ich auch dem auf dem Leim gehe, also ob diese Anziehungskraft, ich musste irgendwie aufhorchen, als es hieß, als Teenager in Ben verliebt. Ich war als Teenager, habe ich Max Frisch gelesen, ich fand Gantenbein, ich habe es zweimal gelesen oder sowas, und fragte mich schon im Hintergrund, wie stellst du dir das genau vor, wenn du dich mit so einem Herrn identifizierst? Und wahrscheinlich genau so, diese Rolle schien mir machbar in dieser Welt. Und da war so ein gewisser Gap zwischen der Realität und diesen Modellen. Und das ist ein Problem, weil das in der Sprache, in dem Markigen oder in auch so stilistischen Vorbildern wie Tucholsky oder so etwas, oder wie diese Herrengemütlichkeit, die einfach eine schöne Atmosphäre ist, so drin ist, dass so immer so jemand wie ich kann ja eigentlich gar nichts sein. Und insofern ist es vielleicht doch auch ein schwarzes Loch. Und die manchmal belebende Feststellung, ich kann aus einem schwarzen Loch heraus schreiben. Das ist das Gute an Text. Und wenn ich das nicht kann, dann kann das ein Computer. Wenn wir als Zeitgeist unter Anführungszeichen vielleicht auch das mitzählen, unsere Beobachtung oder unser Wahrnehmen, wie die anderen schreiben, die jetzt gerade schreiben oder wie wir meinen, dass sie schreiben. Ich finde, dass dein Text es auch so öffnet, dieses dorthin kommen und neu sein und so dieser Newbie sein und das sich einhören und beobachten und dann auch ab einer gewissen Hörerfahrung oder Leseerfahrung oder Lesesozialisation eben nicht mehr unbefangen damit umgehen zu können. Das ist eben die Unbefangenheit, und auf der anderen Seite, ich finde, ein wichtiger Hinweis darauf, dass die Irrtümer keine Unschuldigen sind. Also es ist etwas, was du am Anfang nennst, auch darauf bezogen, wie die literarische Kritik sich verhält und was als, ich fand den Begriff Relevanzdruck schon ganz interessant, der von Katrin Röckler, glaube ich, heute kam. Was wird als relevant diskutiert öffentlich und wo gibt es da einen Mainstream und wie verhält man sich dazu? Also ich denke, dass dein Text schon auch davon spricht, wer bin ich als Schreibende in diesem Raum an Schreibenden, der gefüllt ist mit Schreibenden. Und mich würde eben interessieren, wie Schnurz ist dir das dann wirklich? Also mir ist es auch Schnurz, aber Schnurz ist eine Trotzhaltung, die in Abhängigkeit zu einer anderen Haltung steht. Also ich glaube, es ist also real schaut es ja so aus, dass man in der Rolle einer marginalen Figur eingelassen wird
Und dann, wenn man drin ist, dann pflanzt man sich auf und macht sich breit. So wäre die Taktik, glaube ich. Und ich wollte das Zweite sagen, aber das habe ich vergessen. Ich glaube, es geht darum, in welchem Verhältnis stehe ich zu den anderen? Also, und behaupte ich das Verhältnis oder gibt es das Verhältnis oder wo befinde ich mich da und komme ich, wo stehe ich mit meiner Schnurzhaltung? Also weil du den Begriff Schnurz in deinem ersten Absatz, der ist mir irgendwie aufgefallen. Salopp natürlich. Wobei ich erinnere mich an eine Mittelschullehrerin, die am ersten Schultag in einer seltsamen Bluse gekommen ist, die überhaupt nicht salopp war und gesagt, bitte entschuldigt, dass ich so salopp. Dieses Wort ist wirklich komisch. Aber salopp. Salopp. Also mit Schnurz meine ich, das Wichtigste ist für mich, dass die Texte stimmen und sozusagen ein Eigenleben führen können. Und deswegen darf ich keine Rücksicht nehmen auf irgendwelche Leute, die ich nicht ernst nehme. Das meine ich mit Schnurz. Und natürlich bin ich aber nicht blindfolded und habe gleichzeitig ein gewisses Bewusstsein daran, was wann vielleicht geht oder nicht geht oder nur missverstanden wird oder nur halb missverstanden wird und halb doch irgendwas entfalten kann oder so oder vielleicht später. Es ist meistens so eine Mischrechnung wahrscheinlich. Aber es ist für mich doch das Wichtigste, dass der Text in sich stimmt und deswegen muss ich mich so ein bisschen mit so einer Schnurzhaltung ein bisschen vielleicht so einen Innenraum schaffen. Ich finde ja schon, dass das zu diesem Abend passt, weil ich finde, wenn uns der Zeitgeist Schnurz ist, heißt das, er ist uns egal, wir scheißen drauf, wir verzichten drauf und trotzdem ist man in einer Art von Abhängigkeit, eben weil eine Trotzhaltung eine ambivalente Haltung ist. Ja, Trotzhaltung halte ich in diesem Fall für keine gute Lösung, sondern also wir befinden uns gleichzeitig schreibend im Innen und im Außen. Das Innen ist das Schnurz, das ist natürlich sehr wichtig, aber das Außen ist ja auch die Haut, die atmet, die ästhetische Haut, die atmet, die porös ist, die wie bei der Muschel auf und zu geht, die das Wasser braucht, die diesen Lebensraum braucht. Und ich finde, Zeit hat auch, oder nicht der Zeitgeist, aber Zeit hat auch ein Flow, in dem wir auch, der auch trägt natürlich und notwendigerweise tragen muss. Sonst säßen wir auf Bäumen oder wie sollten wir auf Bäumen schreiben? Ich wollte ein bisschen einwenden, ist zu viel gesagt, aber was meinen wir, wenn wir Zeitgeist sagen? Und jetzt hatte ich das Gefühl, bei dir war das eher in einer Linie gedacht mit dem Feuilleton oder sowas, also mit dem, was ich jetzt Fernsehfritzen genannt habe. Und ich meine, Zeitgeist ist viel größer, es ist immer ein offener Begriff und da ist sehr viel Nicht-Literarisches drin. Und wenn ich auf das, ich hätte das Modell eher so gebaut, also ich oder eine Schriftstellerin, die hört oder ist aufmerksam, hat Sensorien für das, was so in der Luft liegt und bringt das in die Literatur und das können Mehrheiten sein, dass es sich also globale Mehrheiten oder also Realitäten, die im Feuilleton nicht präsent genug sind und wo man eigentlich aber doch in der Mehrheit ist gegen diese bürgerliche Minderheit, die aber über proportionale Macht hat, also über den Diskurs wenigstens. Oder schon lange nicht mehr bürgerlich ist oder schon lange nicht mehr als solche an der Macht. Sollen wir so langsam auf die Zeit schauen und unseren Geist am Bier laben? Ja? Ja? Seid ihr einverstanden? Ja. Nochmal ganz herzlich Dank an die letzte Runde, die ich auch besonders schön fand. Ich bedanke mich bei Nadja Küchenmeister, bei Volker Silow, Uwe Kolbe, bei Gerd Loschütz, Katrin Röckler und Ulla Lenze, bei Therese
Preauer, Ursula Krechel und Ein Kotten. Ich bedanke mich bei Ihnen, ich bedanke mich beim LCB, das wollte ich am Anfang sagen. Die Zeitschrift könnte nicht sein, wenn es dieses Haus nicht gäbe, mit seinen vielen Kontakten, auch ins Ausland, auch zu den Autorinnen und Autoren, die heute da waren. Ich bedanke mich nochmal beim Pöhlau Verlag und Kirsti Döppner, die heute hier ist, bei Julia Behnken, die eigentlich die stressresistenteste von uns ist, weil sie den Satz machen muss. Und das ist nicht immer ganz einfach. Ich bedanke mich bei Ihnen und freue mich, dass wir noch beieinander bleiben können, draußen an den Feuerschalen und hier herinnen. Es liegen Zeitschriften auf im getäfelten Raum, die können Sie mitnehmen. Wenn Sie weitere Interesse haben an der Zeitschrift, melden Sie sich bei uns. Also vielen Dank euch allen und Ihnen allen und bleibt noch ein bisschen da. Dankeschön.